Wir müssen reden, ist die Unterzeile zu diesem Talk. Herzlich willkommen hier bei uns in der Radio 1 Lounge in Babelsberg. Also herzlich willkommen an die Leute, die uns im Radio hören, ganz klassisch. An die, die uns im Stream sehen, das ist nämlich auch möglich, radio1.de. Winke, winke an dieser Stelle. Und herzlich willkommen auch natürlich an Sie, die Sie hergekommen sind am Donnerstagabend. Schön, dass Sie da sind. Ebenso wie unsere Gäste hier vorne auf dem Podium. Wir wollen den Internationalen Frauentag zum Anlass nehmen, um, eben gehört, über Machtmissbrauch, Sexismus und MeToo zu reden. Die komplette Oscar-Verleihung stand Anfang der Woche unter dem Hashtag MeToo und los ging die Debatte auch in Hollywood. Dann kam dieser Hashtag und diese Geschichten und Erfahrungsberichte auch nach Deutschland. Und dann tatsächlich wurde auch über Missbrauch in der deutschen Filmindustrie berichtet und darüber hinaus. Der Höhepunkt der Debatte, so scheint das im Moment, vielleicht reden wir da nachher drüber, scheint rum zu sein, aber sie scheint auch nachzuwirken. Und wir wollen besprechen, was hat sie gebracht, was wurde angestoßen, was vermissen die Gäste hier vielleicht auch, was fehlt. Das wollen wir diskutieren und ich möchte Ihnen meine Gäste gerne vorstellen. Sie sehen Petra Zieser und wenn Sie sie nicht sehen im Stream, dann hören Sie sie zumindest gleich im Radio. Die ist Schauspielerin auf der Bühne und im Film. Die sehen Sie beispielsweise in Tatortproduktionen, genauso wie in Serien oder wie in Filmen von Doris Dörrie oder Bernd Eichinger. Sie ist aber auch im Vorstand der Deutschen Filmakademie und die hat dieses Thema Machtmissbrauch aufgegriffen als eine direkte Folge von MeToo und darüber wollen wir reden. Mhm. Margarete Stokowski ist da. Ich hoffe für Sie, Sie kennen sie aus ihrer Kolumne auf Spiegel Online und von ihrem Buch Untenrum frei. Ich saß hier vorhin auch schon im Publikum, wurde es rumgereicht. Da beschreibt sie zum einen Versatzstücke der eigenen Biografie, wo und wie sich Mädchen und junge Frauen in das fügen, was ihnen zugeteilt wird, was von ihnen erwartet wird und wie schwierig und auch wie befreiend es ist, zu diesen Angeboten später irgendwann herzhaft Fuck you zu sagen. Harald Welzer ist da, er ist Soziologe, unter anderem mit dem Forschungsschwerpunkt Transformationsdesign befasst. Auf Deutsch sage ich mal ein bisschen salopper, wie lassen sich Dinge zum Besseren verändern, sodass alle dabei bleiben. Naja. Ist ein noch längeres Wort als Transformationsdesign. Können wir aber gleich nochmal präzisieren. Sie kennen ihn als Kolumnisten hier auf Radio 1 und er hat eine Stiftung gegründet, die heißt Futur 2, also nach der Zeitform der vollendeten Zukunft. Und es ist natürlich super, jemanden dabei zu haben, der sagen kann, wie es gewesen sein wird. Gerne. Simone Schmollack ist da, Journalistin und Autorin. In ihren Büchern befasst sie sich oft mit Geschlechterrollen, mit familiären Beziehungen, mit ostdeutschen Biografien. Im vergangenen Jahr ist ein Buch von ihr erschienen, da geht es um Gewalt in der Partnerschaft. Er wird es wieder tun, ist der Titel. Und ein Glück, dass sie das Buch vergangenes Jahr rausgebracht hat, denn seit Ende 2017 ist sie Chefredakteurin der Wochenzeitung Der Freitag und kommt vielleicht nicht mehr so viel zum Bücherschreiben. Heute hat Der Freitag eine Sonderausgabe zum Frauentag rausgebracht. Und erstmal Ihnen allen herzliches Willkommen. Und ich würde gern Reihe rum mal fragen und ein Meinungs- oder Erfahrungsbild einholen, was Ihnen denn der Frauentag so sagt. Also ich habe es erfahren, dass es den gibt als Studentin. Ich bin 95 nach Berlin gekommen, habe gejobbt im Buchladen neben dem Studium. Da war ich aus dem Westen, die studentische Aushilfe, der Chef, ein Mann war aus dem Westen und alle Verkäuferinnen, alle Buchhändlerinnen waren Frauen aus dem Osten und für die hatte der Tag eine Bedeutung. Von denen weiß ich, so meine ich mich zu erinnern, dass es ihn gibt. Sie würdigen den ja heute, Frau Schmollack, im Freitag. Was bedeutet der Ihnen denn? Oder offener gefragt, bedeutet der Ihnen was? Klar bedeutet er mir was. Also er bedeutet mir als erst ein Tag im Jahr, an dem es explizit um Frauen geht, in den Medien, in der Öffentlichkeit, was nicht heißt, dass es an anderen Tagen nicht um Frauen gehen sollte. Nun komme ich aus dem Osten, ich glaube, ich höre mich gar nicht mehr. Ich komme ja aus dem Osten und da war es immer so, dass am 8. März die Frauen von ihren Chefs so verkümmerte Nelken gekriegt haben. Und wir haben uns immer alle kaputt gelacht und gedacht, was soll das denn? Es ist doch irgendwie alles nur so eine sehr merkwürdige Symbolpolitik. Und das hat sich dann nach der Wende geändert. Und die Medien haben angefangen, diesen Tag sehr explizit zu würdigen und das zu würdigen, was Frauen leisten und die Probleme zu benennen, die Frauen haben. Und die Ausgabe, die wir heute, also
Das erste ist die allererste 13-seitige Ausgabe zum Frauentag, die der Freitag in seiner Existenz je gemacht hat. Und die beschäftigt sich mit dem Frauenwahlrecht. Vor 100 Jahren haben die Frauen ja das Wahlrecht erstritten. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und der große Bogen wird geschlagen zu den Rollenmodellen, zwischen denen Frauen heute noch wählen müssen, wo sie gezwungen sind, durch die Gesellschaft sich irgendwie entscheiden zu müssen, irgendwas zu sein und nicht einfach das zu sein, was sie sind. Das sind zwei Punkte, auf die wir, so hoffe ich, in den zwei Stunden auch noch zu sprechen kommen. Diesen roten Blumen konnte ich vorhin auf der Schönhauser Allee in Berlin gerade noch so entgehen, weil ich auf dem Fahrrad war, sonst hätte man mir auch eine aufgezwungen. Ansonsten merkt man ja, dass Frauentag ist, weil Fitnessstudios, Powerfrauen besondere Angebote machen und, was ich persönlich am drolligsten fand, bei mir original aus dem Briefkasten, Rossfrau, eine große Drogeriekette, nennt sich in Anerkennung des Internationalen Frauentages um zu Rossfrau und hat den Claim, lass die Frau raus. Unter dem Motto können Sie jetzt Deo kaufen, Herr Welzer, oder Windeln auf Seite 1. Jenseits von Reklame und Konsum, was sagt Ihnen der Tag? Naja, also grundsätzlich ist es ja gut, wenn es Tage gibt, die gewissermaßen auf der symbolischen Ebene ein Thema hochhalten, über das vielleicht zu wenig Bewusstsein herrscht, zu wenig diskutiert wird. Bei manchen Sachverhalten finde ich das sehr gut, so auch bei diesem hier. Und insofern, jetzt wo es diese Debatte eben auch seit vielen Monaten gibt, ist es natürlich noch mal in einer ganz anderen Weise aktualisiert und aufgeladen, weshalb es diesen Tag gibt. Ich würde das immer natürlich diskutieren, auch in einer internationalen Perspektive, weil die Situation von Frauen global betrachtet ja eine durchaus sehr unterschiedliche ist und First World Problems häufig andere sind, gerade bei Frauen, als Third World Problems. Und bei Ihnen, Frau Zieser, wie wichtig ist Ihnen der Tag oder seit wann ist er Ihnen wichtig? Ja, ich muss wirklich sagen, dass ich immer dachte, nur ein Tag, blöd. Es war dann so, jeder kriegt so einen Tag, Muttertag und was weiß ich, Tag des Kindes. Und ich fand es immer so ein bisschen albern und dachte, es wird dann einen Tag drüber geredet und dann ist wieder vorbei. Und je mehr ich mich damit aber beschäftigt habe, in meinem Bewusstsein es gedrungen ist, finde ich es ein ganz tolles, wie man so schön blöd sagt, Tool. Also es ist einfach ein Tag, was auch sehr witzig, finde ich, oder wo einfach komplett mit umgegangen wird. Und gerade jetzt, wo wir dieses Thema so brennt, ist es natürlich super, dass man zusammenkommt und das macht, ja, wichtig. Es ist eigentlich ein Tag mit einer politischen Geschichte, also in den Ursprüngen geht es um Frauenwahlrecht, seit 100 Jahren genießen wir das in Deutschland. Mhm. Ich würde den Abend total unpolitisch begehen, wenn ich nicht hier wäre. Ich würde bei meiner Freundin sitzen und deren Sekt trinken, zusammen mit den anderen Freundinnen, die sie jedes Jahr einlädt am 8. März. Was würden Sie machen, Frau Stokowski, wenn Sie heute Abend nicht hier wären? Wenn ich nicht hergefahren wäre, wäre ich auf die Demo gegangen. Nur das war leider zeitlich ziemlich gleich. Und ich finde Frauentag insofern ein interessantes Datum, weil man am Frauentag sozusagen immer den Zustand der Bewegung reflektiert und sieht, was da gerade für eine Kraft dahinter steht. Aber gleichzeitig ist es auch ein Tag, an dem der ganze Bullshit, den es gibt, immer extrem deutlich rauskommt. Also was verbinden wir heute mit Frauen? Wie feiern wir Frauen? Ja, Blumen und Beauty. Also so ist es dann immer, also so wie dieses Rossfrau-Ding. Was machen die dazu? Man kann so Pakete mit Kosmetikartikeln gewinnen. So, das ist irgendwie das, was Frauen wollen. Aber noch viel schlimmer ist, mein Lieblingsbeispiel ist eine österreichische auch so Drogerie- oder Parfümeriekette oder so, hat auch so ein Frauentags-Special gemacht. Mit und dem zwar, putzenden Mann. Es gibt 25% Rabatt auf Putzmittel, weil die Idee ist, Männer sollen an einem Tag im Jahr Frauen auch mal helfen im Haushalt. Ja, an einem Tag. Und dafür kriegen sie das Putzmittel billiger, weil das dann vielleicht dazu anregt oder so. Und das finde ich schon krass. Vielen Dank erstmal für dieses Stimmungsbild. Soweit vielleicht vorneweg. Dann kommen wir jetzt mal zum Anfang von MeToo und eigentlich zu dem Grund, wieso wir heute Abend hier sitzen. Wir haben kurz einen Filmclip vorbereitet. Er wurde durch den Dreck gezogen, hat seinen guten Ruf verloren und ist Teil eines weltweiten Skandals. Der Bademantel. Er führte mich ins Bad und verlangte, dass ich ihm zuschaue beim Masturbieren. Das hat der Bademantel natürlich nicht von selbst getan, sondern der Mann, der ihn getragen hat. Harvey Weinstein, einer der mächtigsten Männer Hollywoods. Dutzende Frauen, darunter berühmte Hollywood-Stars, beschuldigen ihn, sie sexuell belästigt und missbraucht zu haben. Unter dem Hashtag MeToo klagen unzählige Frauen an, was sie erlebt haben.
Auch andere Männer in Hollywood, darunter Dustin Hoffman und Ben Affleck, sollen Frauen bedrängt haben, mit oder ohne Bademantel. Leider gibt es das alles nicht nur in Hollywood. Mensch, nimm doch eine Frau, die das kann. Denn mit dem Regisseur Dieter Wedel begann die Debatte auch in Deutschland. So wurde auf der diesjährigen Berlinale zum ersten Mal über eine Frauenquote im Film gesprochen. Ganz vorne dabei Schauspielerinnen wie Jasmin Tabatabai und Iris Berben. Es gibt ein Grundgesetz, was besagt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und dass der Staat vor allem in der Pflicht ist, auf die tatsächliche Durchsetzung dieser Gleichberechtigung zu achten und auf bestehende Nachteile einzuwirken. Was mich ärgert, ist eigentlich, dass wir wieder über eine Quote reden müssen. Ich bin natürlich in einer Zeit groß geworden, der 60er und 70er Jahre, wo ich dachte, dieses Thema ist ausdiskutiert und begriffen worden. Aber auch bei den Oscars war MeToo Thema. Für Moderator Jimmy Kimmel war klar, der vielleicht einzige Saubermann der Branche ist der Oscar selbst. Er hat seine Hände da, wo man sie sehen kann. Er wird nicht unflätig und vor allem, er hat keinen Penis. Lassen wir den Bademantel also Bademantel sein. Aber das gesellschaftliche Problem des Alltagssexismus bleibt, egal in welchem Outfit. Das Problem bleibt, Frau Schmollack. Ist es jetzt vielleicht sichtbarer nach dieser Debatte? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Wo merken Sie das? Naja, es ist ja überall präsent in den Medien. Es wird zu Hause diskutiert, es wird auf der Straße diskutiert. Vielleicht ist nicht mehr ganz so stark wie noch vor ein paar Wochen. Aber meine These ist, dass das durch diese Personalisierung auch, das muss man sagen, dass das so stark in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass selbst Menschen, die sich über solche Dinge, also sexuelle Belästigung, Alterssexismus, Vergewaltigung in der Ehe, früher nie Gedanken gemacht haben, die sich damit, also die auch nicht betroffen sind, die jetzt aber darüber reden und doch mal genauer hinhören und genauer hinschauen und da ihren Fokus auch erweitern. Mhm. Jetzt will ich nicht die ganze Diskussion um 20 nach 7 schon sozusagen auf die Ziellinie bringen, aber vielleicht doch mal vorausgucken. Haben Sie denn eine Idee, wie dieses Problem Alltagssexismus auszutrocknen wäre? Puh, das ist jetzt natürlich eine harte Frage. Mhm. Ich glaube, also das wird es immer geben. Ich glaube nicht, dass man das komplett eliminieren kann, weil Menschen so sind, wie sie sind. Aber dass man es ein Stück weit zurückdrängt und dass man darüber redet und es öffentlich macht und Beschwerdestellen einrichtet und ein System schafft, wo es nicht mehr so leicht möglich ist, das glaube ich schon. Und das hat diese Debatte stark bewirkt. Mhm. Frau Zieser, jetzt ging die Debatte los in Hollywood und zwar nicht im Oktober 2017 mit den Berichten der New York Times, sondern schon viel früher, nämlich vor der Jahrtausendwende schon, wurde drüber geredet, dass der Produzent Weinstein dich nicht besetzt, weil du so talentiert bist, sondern du sozusagen in Gegenleistung gehen musst gegen Sex. Das Thema hat ewig vor sich hin geschwelt, bevor es dann im vergangenen Herbst groß geworden ist. Wieso eigentlich? Es gab Aussagen davor. Ja, das ist das, was uns unheimlich beschäftigt. Es war auch, wie das im Oktober öffentlich wurde, war es klar ein Schock, aber es war auch nicht verwunderlich für uns, dass das so war, was er gemacht hat. Was jetzt so rauskommt, auch bei Wedel, ist natürlich absolut skandalös, weil es Verbrechen sind, die da begangen worden sind. Das schockt uns wirklich immens. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Weinstein. Warum es früher so war? Genau, warum? Weil es ein, 98 ja, hat Gwyneth Paltrow schon bei Letterman gesagt, wie das bei dem läuft. Weil es ein System war oder ist. Es ist ein System, das, wenn man da Nein sagte oder gibt ja viele Neins, war man draußen. Das ist so. Und das war auch, wussten alle, nicht nur die zwei Beteiligten, sondern auch die Unbeteiligten an der Seitenlinie. Ja, das ist eine unglaubliche Potenzierung an Macht da gewesen bei ihm. Und es hat auch was, ich denke, das ist nicht nur in der Filmbranche so, da gibt es überall in der Politik ganz stark und ich denke auch Journalismus. Also sind wir bei weitem nicht die Einzigen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass ein System, auch Leute, die das wissen, und das ist ein angstbesetztes System. Und es wird mitgespielt. Und das ist, bleibt einem, sehen wir jetzt, wie uns das in den Schuhen, in den Kleidern hängen bleibt. Mhm. Das heißt, es geht nicht um Sex, es geht um Macht. Es sind Machtfragen, es sind Verteilungskämpfe letztlich. Die sexuellen Übergriffe und auch diese sexuellen Verbrechen total ermöglichen.
Dann vielleicht für die, die jetzt erst einschalten, nochmal. Sie hören unsere Diskussion aus der Radio 1 Lounge zum Thema Macht, Missbrauch, Sexismus, MeToo. Wir müssen reden. Und wir tun das auch. Sie können uns auch sehen beim Reden, übrigens, wenn Sie möchten, im Stream auf radio1.de. Und wir reden mit Simone Schmollack vom Freitag, mit der Autorin Margarete Stokowski, mit dem Soziologen Harald Welzer und zuletzt haben Sie die Schauspielerin Petra Zieser gehört. Und Sie würde ich natürlich gerne fragen, da Sie ja sozusagen die Repräsentantin der Branche hier vorne auf dem Podium sind, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Übergriffen, mit sexistischem Verhalten allgemein? Mhm. Also ich bin seit über 30 Jahren in dem Job und arbeite, habe auf ganz vielen Feldern gearbeitet bei uns. Also Film, Theater auch und ganz viel. Und ich habe nie sexuelle Übergriffe erleben müssen, Gott sei Dank. Aber auch ich mache gerade so einen ganz starken Bewusstseinsprozess durch, also der mir sehr nahe geht, auch meine ganzen Kolleginnen und auch Kollegen. Und was wir feststellen jetzt, wo wir auch endlich drüber sprechen, ist, dass wir Jahrzehnte uns immer zu verhalten mussten. Also eine ununterbrochene Abwägung, wie sehr sage ich nein oder wie sehr lehne ich ab oder wie sehr führe ich vor auch, sage, das kannst du doch nicht machen, oder weil es tatsächlich immer bedeutete, entweder einen wirtschaftlichen Verlust, in der Tat, oder, und das ist das, was uns sehr begleitet hat, und ich hoffe, einfach nicht mehr, ist die Demütigung, wenn man Nein gesagt hat. Mhm. Und die Schuldgefühle, wenn man Ja gesagt hat. Die Demütigung, die dann folgte, wie das über Dieter Wedel gesagt wird, indem man vor der versammelten Mannschaft, vor der kompletten Crew bloßgestellt wird? Oder welche Demütigung meinen Sie da? Zum Beispiel, das ist sehr perfide, was da Menschen, People in Power, sage ich mal, also es gibt auch Frauen, es ist jetzt nicht nur so, dass das alles nur die Männer sind, aber was da, wenn da der Mann, würde ich mal sagen, der männliche Stolz oder diese Männer, die es nötig hatten, der verletzt wurde oder die das nicht gekriegt haben, was sie wollten, gibt es dann gerade bei uns ganz viele Möglichkeiten, wie man auch künstlerisch einen demütigen kann. Und das sind Verletzungen, die wir immer noch mit uns rumtragen. Also die kenne ich auch, ja. Frau Stokowski, ich würde gerne noch über die Rolle der Medien sprechen in diesem ganzen Komplex. Wir waren in Hollywood, dann kam die Debatte zu uns und zwar, weil Jana Simon und Annabel Waber von der Zeit ziemlich sauber recherchiert hatten und nicht eine Aussage zusammengetragen haben, sondern sehr, sehr viele, die anonym getätigt wurden, auch Frauen, die gesagt haben, der ist mir so entgegengetreten. Wenn die nicht gearbeitet hätten, könnte die deutsche Filmbranche und die deutschen Sender eigentlich immer noch so tun, als wäre nichts passiert. Auch in den USA war das so, dass die Journalistinnen von der New York Times angefangen haben, diese Vorwürfe, die schon lange im Raum waren, zu recherchieren. Wie sehen Sie da in dieser Beziehung die Rolle der Medien? Sind die, machen die sichtbar, was ist? Sind die Verstärker oder sind die Urheber der Debatte? Naja, ich würde sagen, sie können als Verstärker wirken, aber es ist leider ja in letzter Zeit bei so Skandalen um sexualisierte Gewalt oft so gewesen, dass man diese Geschichten gebracht hat, wenn man ein Kollektiv von Frauen hatte, das aussagt, mit Geschichten, die sich sehr stark ähneln. Das heißt, wenn man einzelne Frauen hatte, die von solchen Vorfällen berichten, dann war das viel schwieriger, die laut zu machen, weil eine einzelne Frau offensichtlich nicht so glaubwürdig ist, wie wenn man 10 oder 20 Frauen hat. Das war irgendwie in letzter Zeit bei den meisten Fällen, die öffentlich geworden sind. So. Und das war ja jetzt auch im Fall Dieter Wedel so, das war bei Harvey Weinstein so. Und das liegt natürlich, es ist kein Medienproblem an sich, dass die Medien sozusagen sich nur auf Riesenfälle stürzen, das ist auch ein Problem, aber es ist auch das gesellschaftliche Problem, dass natürlich je mächtiger der Täter ist, der da angeklagt wird, desto eher wird in Zweifel gezogen, was diese Frau oder diese Frauen davon haben könnten, zum Beispiel, dass sie so und so über ihn sprechen, wollen die den stürzen, was wollen die dem, sind die nur sauer, dass die keinen Job bekommen haben. Also es gibt sehr viel Skepsis, die hochkommt, je mehr jemand als mächtiges Genie einfach bekannt ist. Mhm. Und das ist in jedem Berufsfeld so, also es ist auch in, also zum Beispiel im Journalismus ist es so, dass wenn ich als Autorin mit meiner Meinung in der Öffentlichkeit stehe, Leute sagen, okay, du musst aushalten, dass Leute Hate Speech oder Hasskommentare oder irgendwas äußern, weil so wer austeilt, muss auch einstecken. Und dann kann man lange drüber reden, was man sozusagen einstecken muss dafür, dass man seine Meinung äußert. Aber so an der Uni ist es so, dass man irgendwie, keine Ahnung, Paper schreibt und man weiß nicht, ob die unter seinem eigenen Namen veröffentlicht werden. Wenn man Sportler ist, kriegt man Schmerzen. Wenn man Tänzerin ist, dann macht man sich die Gelenke kaputt und so weiter. Also so, es gibt in allen Berufen irgendwelche Dinge, die man Leuten zumutet zu ertragen, weil sie diesen Beruf machen. Mhm. Und je mehr das sozusagen Beruf ist, der
künstlerisch und körperlich ist, desto wahnsinnig viel schwieriger wird es natürlich zu sagen, wie gehen wir da miteinander um auf dem Level, dass es nicht Grenzen überschreitet. Und nochmal zurück zur Rolle der Medien und der Recherche. Da war es im Falle Wedel natürlich extrem wichtig, dass da nicht ein oder zwei Fälle recherchiert wurden, sondern so viele. Es gibt eine Strafanzeige, vielleicht gibt es dazu auch noch einen Prozess. Und natürlich muss man von ihm reden als mutmaßlichem Belästiger, weil er kein Urteil bekommen hat. Aber der Sachverhalt und die Recherche scheinen ziemlich sauber und klar zu sein. Welche Rolle spielt denn dann Twitter? Da sind Sie ja auch neben Spiegel Online und so weiter sehr stark unterwegs, was einfach nochmal das Publikum mit einem Faktor X vergrößert hat. Und zwar sowohl das liest, als auch die Absenderin, also Frauen die Möglichkeit gegeben haben, die nicht Angelina Jolie heißen, zu sagen, was ihnen widerfahren ist. Also es ist ja mit all diesen Hashtag-Aktionen, die es zu Sexismus oder zu Gewalt immer so gibt, dass Leute sehr schnell sagen, das ist irgendwie sehr einfach. Also es ist also gerade bei zum Beispiel MeToo, so die Aussage ist sehr schlicht, ich auch, aber ich auch was. Also sozusagen ich auch vergewaltigt oder ich auch belästigt oder ich auch dumm angeguckt und so. Und das ist dann erstmal nicht klar und das passiert dann sehr schnell, dass Leute das kritisieren, indem sie sagen, das ist so, irgendwie da können dann alle irgendwie mitmachen und was ist das, da vermischt sich alles, man weiß gar nicht mehr, worum es geht, was ist das noch für eine Debatte. Und ich würde es genau andersrum sehen, das ist sozusagen eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit für Leute, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und die nicht die Möglichkeit haben, irgendwie groß ihre Meinung zu publizieren, auch sich sichtbar zu machen als Teil einer riesigen Masse von Menschen, die Dinge erlebt haben. Und einfach nur zu sagen, wir sind sehr viele. Und das ist ungefähr dasselbe, wie man macht, wenn man auf eine Demo geht. Man ist dann halt sichtbar als Teil einer Gruppe. Und diese Kritik, dass dann Sachen vermischt werden, ist natürlich, also es gibt natürlich ein gewisses Chaos an Fällen, sozusagen, die gleichzeitig thematisiert werden. Aber gerade bei sowas wie sexualisierter Gewalt finde ich das eigentlich sinnvoll, weil es sind ja nicht, sozusagen, Vergewaltigung passiert nicht zufällig, also es sind Fälle, die immer von oben nach unten passieren, also immer von einem Regisseur zu einer Schauspielerin, die in seinem Film mitspielt. Es ist nicht die Putzfrau, die den Chef angrabbelt oder so. Ja? Also, oder ich wüsste nicht von solchen Fällen. Und das heißt, es werden Machtstrukturen deutlich und die werden deutlich, indem man sozusagen lauter kleine Fälle auf einer Skala aufzeigt, die sich ähneln, die nicht alle gleich schlimm sind, die auch längst nicht alle Straftaten sind, aber die man trotzdem reden muss, wenn man fragen will, wo das alles herkommt. Jetzt haben Sie ja schon selbst angesprochen, welche Kritik das auch nach sich zog, die Genese der Debatte dann zumindest auf Twitter. Aber es gab natürlich auch eine Kritik, die sich an die Medien richtete, so mit der Aussage, ja logisch, Stars und irgendwas mit Sex, ne, da wird gern drüber berichtet, das Publikum will das haben, deswegen steht ihr als Journalistin oder Journalisten da drauf. Oder andere Möglichkeit, Deutschland kriegt keine Bundesregierung auf die Reihe, was berichten wir denn in der Zeit? Ja, dann bietet ihr das eben dem Publikum an. Ist da was dran, Harald Welzer? Würden Sie sagen, nee. Stimmt? Nee, das sehe ich auch gar nicht. Ich würde eigentlich auf der Linie, wie Frau Stokowski das eben gesagt hat, noch gerne ein bisschen weiter diskutieren, weil einer der Aspekte der Debatte ist ja darin, dass überhaupt über Macht und Gewalt gesprochen wird. Und die existiert ja auch sozusagen in anderen geschlechtlichen Zusammenhängen. Und die ist ein Strukturmerkmal unserer Gesellschaft. Und insofern finde ich diesen Punkt auch wichtig, eigentlich vielleicht den wichtigsten bei der ganzen Debatte, dass es eben nicht, es geht symbolisch um prominente Personen, aber es geht gewissermaßen auf der Sachebene um Menschen, die auch nicht prominent sind und wo Machtverhältnisse so sind, dass jemand ausgebeutet wird und jemand ausbeutet. So, und das finde ich ziemlich wichtig. Und einen anderen wichtigen Punkt, der auch schon genannt worden ist, finde ich, dass das ja nicht in luftleeren Räumen passiert, das Ganze, sondern es gibt immer Umfelder. Und diese Umfelder tolerieren diese Form. Vorhin war die Rede, Frau Zieser sagte das von einem Zieser System. Frau Zieser hat es gesagt, Ja, aber das ist ja interessant. Also an einer Universität, an der ich früher gearbeitet habe, gibt es gerade den Fall eines damaligen Kollegen, der nachweislich sexuellen Missbrauch mit Jungs gemacht hat.
Und das war nicht unbekannt in der Institution. Aber es ist genau der Effekt gewesen, dass der ja, war ja ansonsten super progressiv und bla bla bla. Ja, es gibt dann sozusagen Komplizenschaften auf dieser Art, diese Dinge nicht zu thematisieren. Wieso? Weil das ist ja genau das Problem. Naja, wieso? Da braucht man doch jeder, der in der Institution arbeitet oder existiert. Und das sind alle, sich nur mal zu fragen, wo Komplizenschaften existieren. Also die sind ja genau an der Ebene, wie sie auch genannt worden ist. Möchte man es sich mit dem ganzen Kollegium verderben? Möchte man es sich mit dem Chef oder der Chefin verderben? Möchte man jemanden sozusagen, wie es dann heißt, denunzieren, ohne dass Belege dafür vorliegen und so weiter? Das ist ja nicht rätselhaft. Unsere Gesellschaft ist eine konforme, auf Konformismus setzende Gesellschaft, wie jede Gesellschaft übrigens. Und insofern ist es eine künstlich verrätselte Frage, warum dagegen nicht aufgemuckt wird. Naja, wenn Sie sagen, die Gesellschaft setzt auf Konformismus, die Gesellschaft als solche würde ja auch sagen, das ist eine Straftat. Jeden Einzelnen, den Sie fragen würden, würde Ihnen sagen, das ist eine Straftat. So also da stehen ja zwei Einschätzungen einander gegenüber. Das ist ja nicht so einfach. Auch das hat Frau Stokowski ja schon gesagt. Es gibt ja auch Dinge, die keinen juristischen Sachverhalt darstellen, die trotzdem Machtmissbrauch sind, die trotzdem erniedrigend sind. Und im Übrigen ist ja auch die Sensibilität hinsichtlich der strafrechtlichen Dinge also jetzt doch etwas problematisch auch. Ja? Also da wird meines Erachtens nach in der Debatte gelegentlich auch etwas leichtfertig mit umgegangen. Können wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber ich finde interessant wirklich den Punkt, und das finde ich das Starke an der Debatte, dass Alltagsgewalt thematisch wird und damit auch die Existenz von Gewalt und Machtmissbrauch in dieser Gesellschaft überhaupt. Ja. Und das ist noch eine Frage, die ist sozusagen politisch viel interessanter als gewissermaßen der individuelle Straftatsbestand. Frau Schmoller. Ich würde gerne ganz hier an der Stelle, mal einhaken. Also klar, Sie sagen, das Interessante ist die Alltagsgewalt und der Alltagssexismus. Das ist richtig, den gibt es schon ewig. Ich glaube aber, um dieses System und diese Strukturen deutlich zu machen, brauchte es so einen Fall wie Wähle. Es brauchte so einen prominenten Fall, sonst wäre die Debatte nicht in Gang gekommen. Ich beschäftige mich seit unendlichen Jahren mit Gewalt gegen Frauen, publizistisch. Ne? Und dieses Buch, und der wird das wieder tun, was ich ja mit der Partnerschaftsgewalt beschäftigt, das sind alles Frauen, die ich gefragt habe, die natürlich No-Names sind. Das sind einfache Frauen. So. Und die Geschichten solcher Frauen, die sie tagtäglich erleben, es sind nicht nur 3, 4, das sind Hunderttausende. Manche davon zeigen die Fälle an, viele zeigen sie nicht an. Und all diese Fälle spielten überhaupt keine Rolle. Und diese Fälle und diese Frauen, die da betroffen sind, die kriegen jetzt, glaube ich, auch mehr so eine Art Empowerment, also eher zur Polizei zu gehen, sich gegen den Mann zu wehren und auch so in Arbeitsstrukturen einfach mal heftiger Nein zu sagen, was vorher nicht so war. Und dafür, glaube ich, braucht es, und da kann man ja Dieter Hedel fast dankbar sein, ja, das ist sehr lakonisch gesagt, und fand ich natürlich auch den Frauen total dankbar zu sein, dass sie den Mut hatten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Naja, ich würde da gerne dazu sagen. Den ersten Teil dessen, was ich gesagt habe, war, glaube ich, ziemlich identisch mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich finde, das ist genau die Qualität der Debatte, dass diese Dimension und veralltäglichte Gewalt thematisch wird. Ich möchte trotzdem sagen, ich bin ein großer Freund des Rechtsstaates. Mhm. Und ich finde, dass also jetzt zum Beispiel bei dem Fall in dem ganzen Diskussionsumfeld Sätze fallen, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir vorhin noch was rausgeschrieben. Neulich gab es ein Interview mit Sebastian Schipper, dem Regisseur von dem großartigen Film Victoria auf Spiegel Online. Der hat sich dann dazu geäußert, zu einem Interview. Ich meine, das sind ja dann auch immer wie so die Schleifen. Diese Endlosschleifen. Da hat Ulrich Tukur ein Interview auf dem Spiegel und der hat dann irgendwie anscheinend, ich habe das nicht gelesen, Partei für Wedel ergriffen, whatever. Was ich nur sagen will, dieses Zitat von Sebastian Schipper würde ich gerne zum Besten geben. Da sagt er, ein paar dumme alte Säcke werden es nicht mehr lernen. Noch immer werden so viele Phrasen bemüht wie, seit wann gilt nicht mehr die Unschuldsvermutung? Oder es gibt doch gar kein Urteil.
da wird wirklich verzweifelt an alten Strukturen festgehalten. Also da möchte ich ja doch mal sagen. Ja, an denen würden Sie gerne festhalten. Da würde ich allerdings gerne dran festhalten, weil natürlich gerade im Kontext einer solchen Debatte ja deutlich wird, was sind denn eigentlich die zivilisatorischen Größen, dass überhaupt Gewalt kriminalisiert werden kann, dass Gewalt überhaupt thematisch werden kann. Das geht ja nur innerhalb von Rechtsstaaten in der Weise, wie das hier passiert. Und da kann ich nicht daherkommen und sagen, Unschuldsvermutung ist Sache von alten Säcken. Also da, das ist ein bisschen darf sehr fahrlässig. Kollektives Einatmen. Dann also, würden wir tatsächlich gleich bei Frau Zieler beginnen, weil ich glaube, sie hat am ersten geatmet und dann Frau Stokowski und dann Sie, Frau Spoller. Ja, vielleicht wiederholen wir uns ja, glaube ich, gerade alle. Ja, Sie können das ja nacheinander sagen. Ich muss wirklich sagen, dass ich habe mich natürlich, also sowohl von Kollege Tukur als auch von Schipper habe ich die Artikel gelesen. Und ich fand Schipper großartig, was er geschrieben hat, weil es ist einfach eine ganz starke Emotion und ich, dass er auch sagt, alte Säcke, und ich finde das auch. Die alte Säcke leid. Kann er ja und sagen. Es, ja, aber ob das jetzt, klar, juristisch muss man noch abwarten und so weiter, aber Wedel, wir alle, und Schipper hat mit ihm gearbeitet und Tukur hat mit ihm gearbeitet und ich kenne so viele Geschichten über ihn. Der Dokumentarfilm von Herrn Maischberger erzählt so viel über den. Und da kann man natürlich sagen, jetzt müssen wir abwarten, ob er erfährt. Ne? Nee. Aber was Punkt. Er für ein Angstszenario, er hat mit Angst gearbeitet. Ich will doch nicht über Dieter Wedel reden. Doch, ich aber ja. Aber Sie reden über den Einzelfall und Sie über die Strukturen. Also warum dann versuche ich nochmal beides. Dann versuche ich nochmal beides zusammenzubringen. Weil das Rechtsstaat in Frage stellt. Der Vorwurf lautete, es ist Verdachtsberichterstattung. Ich glaube, Schipper wollte gar nicht den Rechtsstaat in Frage stellen. Ich glaube, er wollte einfach nur sagen, dass das gut ist, dass das jetzt so kommt, weil den Frauen wird sonst nämlich überhaupt nicht geglaubt. Und die konnten also alles Mögliche erzählen, denen wurde einfach nicht geglaubt. Und dann heißt es immer, ich bin ja auch in den Medien und wenn man sowas öffentlich machen wollte, naja, komm, ist ein Einzelfall. Und dieses komm, ist ein Einzelfall, das hatte Struktur. Und ich glaube darum, und das hat Sebastian Schipper gut aufgebrochen. Ja. So, Frau Stokowski, Sie sind jetzt hier aus der vorhin angekündigten Reihenfolge rausgeflogen. Das soll jetzt gut gemacht werden. Ich darf jetzt doppelt so lange reden. Indem Sie die Gedanken ordnen. Diese Idee, dass die Unschuldsvermutung abgeschafft ist durch die MeToo-Debatte oder durch andere Debatten über Sexismus oder Gewalt, die wird ja häufiger aufgebracht. Und nun muss man sagen, was wäre, wenn man einfach immer abwarten würde, bis es ein juristisches Urteil gab? Dann würden wir vom Fall Dieter Wedel heute nichts wissen. Richtig. Das ist richtig. Und ja. Also es ist so, auch also wenn man die Quoten kennt von Verurteilungen bei Vergewaltigung, ist es in Deutschland so, dass 8% der Frauen damit überhaupt nur zur Polizei gehen, 6% zeigen an. Und die Verurteilungsquote ist, je nachdem, ob auf Fälle oder auf Täter betrachtet, 8-10%. Mhm. Und viele der Frauen sagen hinterher, nochmal würde ich das nicht so machen. Genau. Das heißt, es ist wahnsinnig wenig, was am Ende an Verurteilungen rauskommt im Verhältnis zu dem, was passiert. Und würden wir nur über die Fälle sprechen, wo am Ende der Täter verurteilt und im Gefängnis ist oder was auch immer passiert, dann würde es sehr, sehr leise sein. Und die Unschuldsvermutung ist ja juristisch nicht so gedacht, dass man über Fälle nicht sprechen darf. Unschuldsvermutung heißt nicht, dass Opfer sich nicht äußern dürfen, sondern Unschuldsvermutung heißt, wir können nicht sagen, er ist der Täter, wir müssen sagen, er ist der mutmaßliche Täter, folgende Person sagt das über ihn, man muss halt differenziert sprechen. Und ich glaube, was so ein bisschen vergessen wird in diesen Debatten ist, es gibt natürlich eine Verantwortung, wenn man sich äußert und zum Beispiel, also es gibt ja Verleumdungsklagen, die man anfangen kann, wenn man als Mann irgendwie ungerecht irgendwie oder als Frau oder auch wer als immer also kritisiert oder angeklagt oder was auch immer wird. Aber wenn Leute anfangen, über einen Fall zu sprechen, dann gibt es von denen aus eine Verantwortung, das Richtige zu sagen und jemanden nicht in den Dreck zu ziehen oder an die Wand zu stellen und erschießen zu lassen oder was auch immer. Vorwurf wurde ja gemacht im Fall Dieter Wedel. Verdachtsberichterstattung, hier wird jemand an den Medienpranger gestellt. Ja, aber sehr gut recherchierte Verdachtsberichterstattung. Ja, genau. Also ich meine, es gab Atteste von Ärzten, es gab alle möglichen Dokumente, wo Verletzungen dokumentiert waren. Es gab irgendwie, die eine Schauspielerin war so verletzt, dass sie nicht mehr arbeiten konnte und das war ziemlich eindeutig, woher die Verletzungen kommen. Also es ist nicht einfach nur so, dass es so ein bisschen geplaudert wurde und dann wurde Text geschrieben. Und, aber was ich sagen wollte, es gibt eine Verantwortung von den Leuten, die drüber sprechen, aber es gibt auch eine Verantwortung sozusagen des Zuhörens oder des Verarbeitens dieser Fälle. Was macht man damit? Und wenn man mit der MeToo-Debatte so umgeht, dass man sagt, okay, wer ist der nächste Typ, der abgeschossen wird?
dann ist es natürlich ein Problem. Und wenn die Frage immer nur sozusagen ist, wer wird als nächstes verbrannt, wer verliert seinen Job, wer hat seine Karriere jetzt irgendwie beendet, weil es irgendwelche Vorwürfe gibt, dann ist es ein schlechtes Klima. Aber wenn wir sagen, okay, wir hören uns an, was die Leute sagen, denen vielleicht was passiert ist, dann muss man damit halt auch irgendwie angemessen umgehen. Und das ist eine Verantwortung der Medien, das ist eine Verantwortung der Leute, die Medien konsumieren und das ist letztendlich eine Verantwortung von allen, die sich irgendwie zu dieser Sache äußern. Da würde ich vermuten, Herr Welzer, würden Sie mitgehen? Nee, oder gibt es da auch Widerspruch? Natürlich würde ich da mitgehen. Das aber, wie eben auch gesagt, mich interessiert an dieser Stelle der Debatte gar nicht der konkrete Fall Wedel, ja? Sondern mich interessiert, was damit dann gewissermaßen leichtfertig so mal so wegdiskutiert wird. Und ich finde, grundsätzliche Prinzipien des Rechtsstaates, die kann man nicht einfach sagen, das sind irgendwie alte Säcke, die alte Strukturen heranziehen oder sowas, sondern da geht es tatsächlich ums Ganze und zwar auch umgekehrt. Ja? Also dafür gibt es halt auch Gerichte und dafür gibt es Juristinnen und so weiter, weil diese Sachen dann eben genau betrachtet werden können. Die mediale Betrachtung ist eine Seite, die politische Bearbeitung und Skandalisierung ist eine weitere Seite, aber diese Lässigkeit von Schipper, die finde ich scheiße, ehrlich gesagt, weil ja, das trägt ja auch zu dem Sachverhalt überhaupt nichts bei. Oh ja. Nee, also, das trägt überhaupt nichts dazu bei. Sie haben total recht. Also es ist ja nicht, ich sage nicht, dass Sie Unrecht haben, aber es ist natürlich, das kenne ich auch, dass die Diskussion darauf geführt wird, auf diesen Punkt. Aber was Schipper alles andere sagt, das ist so richtig und er ist einfach ein Arbeiter, Sebastian Schipper, als Schauspieler, als Regisseur, als Produzent, der kennt das. Und er hat sich entschieden, so wie ich mich entscheide und wir uns alle entscheiden, in einem angstfreien Klima arbeiten zu wollen und es selbst zu schaffen, wenn wir es können. Und dann, naja. Und das beschreibt er. Und er beschreibt sich auch, dass er sich schämt, dass er damals nichts gesagt hat. Er war ein Teil dieses Systems. Ja, das er reflektiert. Finde ich den starken Punkt in dem Interview. Aber das Ganze ist jetzt ein bisschen unfair. Jetzt müssten wir ihn noch irgendwie hierher teleportieren, damit er sich dazu verhalten kann. Ist jetzt genau. Also weder über Wedel noch über Schipper, sondern über solche Fragen, die dann eigentlich meines Erachtens nach der Debatte nicht gut tun oder dem Sinn der Debatte. Der Sinn der Debatte ist ja ein emanzipativer Sinn. Ja, dass Machtgefälle abgebaut werden und dass bestimmte Machtmissbräuche nicht mehr möglich sind. Das ist ja emanzipativ, das ist doch total super. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, dieses alles ist nur denkbar innerhalb stabiler rechtlicher Verhältnisse und nicht jenseits von denen. Die hat ja auch und gar keine man, Frage gestellt. Nein, das hat ja, Sebastian Schipper in Frage gestellt. Okay, wir alle hier Thema vorne unterschreiben mit Blut, genau in diesem Sinne. Also. Und wenn Sie jetzt einschalten und sich fragen, was reden die denn dauernd über Sebastian Schipper und wieso sagt er nichts, der ist nicht da. Aber jede Menge andere Gäste, mit denen wir diskutieren, heute Abend auf Radio 1 am Internationalen Frauentag, nämlich unter dem Titel Macht, Missbrauch, Sexismus und MeToo. Es stellen sich noch weitere Fragen, das müssen wir jetzt leider zur Kenntnis nehmen, aber doch unaufgelöst erstmal liegen lassen, Herr Welzer. Es stellen sich noch weitere Fragen, wir stellen die bis 21 Uhr und ein paar davon stellt sich jetzt Florian Schröder, praktischerweise beantwortet er sie dann auch gleich. Radio 1. Einfach Schröder. Kaum geht es mal um die Sache der Frauen, darf schon wieder ein Mann sprechen. Ist das nicht das Problem? Nein, ich darf das, denn ich bin alleinerziehend groß geworden. Von meiner Mutter und meiner Oma. Ich entstamme einem Frauenhaushalt. Ich weiß, was Diskriminierung bedeutet, aus eigener Anschauung. Wie oft wurde meine Mutter heuchlerisch besorgt gefragt, wie sie das denn eigentlich schaffen wolle, so ganz ohne Mann. Und dann noch mit einem Sohn. Frauen sind nach wie vor der personifizierte Mangel. Eine Frau ist nie selbstbewusst, sondern zickig. Sie ist auch nie emotional, sie ist hysterisch. Sie geht auch nicht zur Arbeit, sie vernachlässigt ihre Kinder. Das Problem Diskriminierung der Frau beschränkt sich nicht auf Hollywood, auch wenn es dort augenscheinlich wird. Warum sollen dort Frauen hinter den Kulissen besser behandelt werden als vor der Kamera? Unterzieht man bei den Oscars die 9 nominierten Filme in der Kategorie Bester Film dem Bechdel-Test, sieht es düster aus. Der Test prüft Filme anhand von 3 Fragen. Kommen mindestens 2 Frauen vor, die prominent sind, reden die beiden miteinander und handelt der Dialog von irgendwas anderem als von Männern. 4 der im letzten Jahr nominierten Filme bestehen den Test nicht. 2 kommen nur durch, wenn man kleine Mädchen im Vorschulalter als Frauen durchgehen lässt. Das ist so absurd, wie wenn man Revolverheld als Frauenband gelten lassen würde. Nur weil sie mehr heulen als Frauen. Frauen kriegen im Schnitt 50% weniger Rente als Männer. Die Mehrzahl aller Teilzeit- und Minijobs sind in Frauenhand. Frauen haben eine eigene Steuer, die Pink Tax. Frauen zahlen für den pinken Einwegrasierer 1/3 mehr als Männer für den blauen.
Einen ähnlichen Aufschlag gibt's bei Parfums, Rasierklingen und Rasiergels. Das pinke Schaumbad mit dem Namen Sternenzauber für Mädchen kostet bis zu 40% mehr als das blaue für Jungs mit dem schönen Namen Sauber. Spätestens wenn Kinder da sind, ist Schluss mit gleichberechtigtem Partnerschaftsleben. Frauen verbringen bis heute 3-mal mehr Zeit mit Hausarbeit als Männer. Der Mann 49 Minuten am Tag, die Frau 2,5 Stunden. Wobei zu befürchten ist, dass sie in 49 Minuten auch das 3-mal schafft, was er auch in 2,5 Stunden nur schwer auf die Kette kriegt. Wo bleibt der Aufstand der Frauen? Dagegen. Es darf auch nicht darum gehen, dass Schauspieler aus Filmen rausgeschnitten werden, weil sie möglicherweise oder auch wahrscheinlich Arschlöcher waren. Auch das größte Arschloch hat ein Recht auf einen fairen Prozess, solange wir annehmen, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Hier können nur Gerichte entscheiden, ob jemand seinen Beruf weiter ausüben darf oder nicht. Wenn wir aber in einem berechtigten Furor die Moral über das Gesetz stellen, schaden wir am Ende der Sache. Und mal ehrlich, der einzige Grund, einen Dieter Wedel-Film nicht mehr zu zeigen, ist die schauspielerische Leistung von Veronika Ferres. Florian Schröder. Immer dienstags auf Radio 1. Stellt sich natürlich die Frage, woher diese Vorsehung hatte, dass wir genau an dieser Stelle über den Punkt Rechtsstaat reden würden. Wir haben festgestellt, wir alle sind Fans davon, Florian Schröder offenbar auch. Aber lassen Sie uns doch dann jetzt fragen, was sind die Konsequenzen? Wie gehen wir weiter damit um? Nehmen wir die Filme, die produziert wurden. Nicht nur die von Dieter Wedel. Da haben ja zudem auch noch Dutzende andere Gewerke und Menschen dran mitgearbeitet. Aber wir kennen andere Schauspieler, Regisseure, die mutmaßlich Arschlöcher sind. Wie gehen wir jetzt um mit Filmen von Roman Polanski, Hitchcock, Bertolucci mit Marlon Brando oder Kevin Spacey? Was machen wir, Frau Stokowski? Stecken wir die in den Giftschrank? Ich finde das eine wahnsinnig schwierige Frage. Mhm. Also für mich persönlich ist es so, dass ich sagen muss, dass ich Filme von Leuten, wo ich weiß, dass sie irgendwie Vergewaltiger sind oder irgendwie eine ähnliche Art von Geschichte haben, nicht einfach gerne gucken kann. Aber das ist sozusagen eine Geschmacksfrage von mir und ich würde nicht sagen, dass andere Leute es auch nicht gucken können. Und dazu kommt, dass ja ein Film nie einfach nur von einer Person gemacht ist. Das heißt, da steckt eine riesige Gruppe von Leuten dahinter, die da mit dran gearbeitet hat. Und ob man denen dann immer so recht tut, diese Sachen dann komplett zu verbannen, bin ich mir nicht so sicher. Ich finde das eine nicht so eindeutig zu beantwortende Frage. Also ich finde das ein Unterschied, ob es zum Beispiel ein Buch von einer einzelnen Person ist, ob es ein Film ist, wo jemand mitgemacht hat. Oder also ich würde das als sagen, man muss das als Einzelfall jeweils differenziert betrachten. Das ist vielleicht genau das, was wir vorhin diskutiert haben, was dann nicht systemisch oder strukturell zu beantworten ist, sondern im Einzelnen, vielleicht auch von jeder Einzelnen und jedem Einzelnen beantwortet werden muss. Dann versuchen wir mal zu gucken, was weitere Konsequenzen aus dieser Debatte sind. Petra Zieser ist da, Schauspielerin im Vorstand der Deutschen Filmakademie. Die hat sich ja entschlossen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Sie leiten die sich beschäftigt mit Machtmissbrauch in der eigenen Branche. Könnte man sagen, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Genauso bei Ihnen geschehen. Wissen Sie jetzt weiter? Ja, also die habe ich nicht alleine gegründet, sondern es hat tatsächlich die Akademie auch in Persona unserer Geschäftsführerin Anne Lepin, war uns ganz klar, dass wir ran wollen. Und zwar nicht nur einmal und nicht nur mit Lippenbekenntnissen, sondern eine lange die Strukturen tatsächlich durchbrechen wollen. Was jetzt wirklich passiert ist, und das finden wir fantastisch und wir glauben, dass das wirklich was bringt, ist, dass eine überbetriebliche Beschwerdestelle eingerichtet worden ist. Die geht im Mai an den Start und es ist so passiert, dass sich tatsächlich die Branche zusammengerutscht. Es gab einen runden Tisch im Oktober und es sind inzwischen fast alle Verbände dabei, die großen Verbände in der Filmbranche. Es sind Sender dabei, es ist FFA dabei und es hat Monika Grütters, Kulturministerin, 100.000 auch dazugegeben. Das heißt, es wird von der Politik auch absolut. Was macht diese Stelle für mich, wenn ich mich dort melde? Es ist eine Beschwerdestelle, die tatsächlich bundesweit ist für Leute, die in der Filmbranche arbeiten. Und das ist ein Büro, was eingerichtet wird mit Fachleuten, die Psychologen, Juristen. Und diese Telefonnummer von dieser Beschwerdestelle wird auf jeder Dispo stehen. Das ist unser Arbeitsblatt.
Und diese Telefonnummer wird jeder immer im Arbeitsprozess haben. Und jeder kann da anrufen und kann, egal wie er sich gedemütigt fühlt oder belästigt fühlt, da auch anonym oder nicht anonym reingeben. Dann wird damit umgegangen. Es wird auch Handlungsbedarf, also es wird auch gesagt, wie man handeln kann. Es wird anonymisiert dokumentiert, es wird ausgewertet und es wird auch mit dieser Beschwerdestelle an die Öffentlichkeit gegangen, also natürlich nicht mit Namen. Also das ist uns auch sehr wichtig, dass dann tatsächlich keine Persönlichkeitsverletzungen stattfinden. Gut, das ist tatsächlich, wenn etwas passiert ist, wenn es, Entschuldigung, ich versuche es die ganze Zeit zu unterdrücken, jetzt muss ich einfach mal mich ordentlich räuspern, das muss in der Grippewellezeit möglich sein. Sie reden jetzt von Fällen, wo sich Schauspielerinnen, Schauspieler, vielleicht Produktionsassistentin, wer auch immer am Set ist, beschwert, einen konkreten Vorfall zu melden hat, etwas, das ihm oder ihr widerfahren ist. Jetzt ist mein Laden, der RBB, auch gerade dabei zu gucken, welche Folgen hat denn MeToo für uns, für meinen glorreichen Sender. Es gibt auch eine anonyme Umfrage, um erstmal zu erheben, wie viele Menschen von sexueller Belästigung betroffen sind. Dann hat man erstmal die Zahlen, einen Überblick. Das ist im Schwange. Ich kann dazu noch nichts referieren. Aber dann kommt die Jackpot-Frage. Was soll der RBB gegen Belästigung und sexistisches Verhalten unternehmen? Also genau um diese Fälle, die dann an der Beschwerdestelle anlangen, zu verhindern. Da frage ich mich allerdings auch, wenn ich das mal wüsste. Also bei in dieser überbetrieblichen Beschwerdestelle, das ist das Wichtige, dass es Externe sind, die da auch arbeiten, ist es tatsächlich so, dass wenn diese Beschwerden kommen, es wird zurückgespielt und die Verantwortlichen im Arbeitsprozess, also die Arbeitgeber, sind bei uns, das muss man auch ganz klar definieren, das ist die Produktion, das sind die Produzenten, das sind die Sender, also das sind die Arbeitgeber und es ist, und da wird, wenn tatsächlich Namen mehrmals kommen oder wenn sich da was häuft oder wenn es tatsächlich ein richtige Straftat ist, dann wird auch juristisch wird Beratung gegeben und es wird auch juristisch eingetütet und es wird zurückgespielt und die werden auch zur Rechenschaft gezogen. Die Arbeitgeber sagen, es geht nicht, ihr dürft es nicht. Frau Schulkowski, an Sie auch nochmal die Frage, wie verhindere ich diese Fälle im Vorfeld, wenn ich Arbeitgeberin bin, Produzentin bin? Also zum Verhindern gleich, aber ich wollte gerade noch sagen, dass die bloße Existenz von diesen Stellen schon sehr viel ausmacht, weil ich habe, es gibt eine Umfrage von einem Institut, das Leute befragt hat, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland und es kam raus, 70% der Leute wissen nicht, an wen sie sich wenden sollten in solchen Fällen, die wissen es einfach nicht. Und man sieht zum Beispiel an der katholischen Kirche, die ja diverse Missbrauchsskandale hat in den letzten Jahren, die hatten vorher diese Stellen nicht. Und jetzt gibt es die, natürlich haben die Panik bekommen und haben so zum Beispiel Missbrauchsbeauftragte eingerichtet und bestimmte Infrastrukturen, wo man überhaupt weiß, an wen geht diese Beschwerde, dass es nicht irgendwie einfach in der Schublade landet und so. Und selbst da, wo Leute sich vorher an bestimmte Stellen gewendet haben, zum Beispiel einfach an den Personalrat oder irgendwas. Man weiß es jetzt bei den Vereinten Nationen, gab es ja auch Fälle von, also bis hin zu Vergewaltigung und die Frauen haben sich da gemeldet und die wurden dann damit bedroht, dass sie ihren Job verlieren. Mhm. So, weil es nicht spezialisierte Leute waren auf irgendwie sexuelle Belästigung oder so, sondern halt einfach irgendwie. Das heißt, Sie meinen, diese Stellen wirken auch aus, nicht nur auf die Opfer von sexualisierter Gewalt oder anderen Belästigungen, Benachteiligungen, sondern auch präventiv? Also ich würde sagen, also vielleicht nicht direkt sozusagen ab der Woche, wo es die gibt, aber die Tatsache, dass das einfach anders verläuft, wenn sowas passiert und dann auch bekannt ist, dass es Konsequenzen gibt und so, ändert, glaube ich, schon einiges am Arbeitsklima und auch an dem, wie Leute aufpassen, wenn sie miteinander umgehen. Also es ist ja sozusagen das meiste, wenn jetzt diese Debatten darum, von darf man noch flirten, bla bla, leck mich am Arsch. Das ist halt immer, also es geht ja immer darum, dass wir Regeln neu verhandeln und dass wir gucken, also wie gehen wir miteinander um und so. Und auch wenn das häufig irgendwie in eine völlig verrückte Richtung geht, aber trotzdem geht es darum, dass Leute überhaupt erstmal drüber nachdenken, was richtig ist und was sich gehört und was nicht. Und ich glaube, dass es schon die Existenz solcher Stellen bei Leuten im Kopf irgendwas macht, dass sie denken, okay, vielleicht doch nicht ganz das Arschloch sein. Mhm. Frau Schmoljak vom Freitag, Sie wollten dazu noch was beitragen, also sozusagen die Gretchenfrage. Naja, Gretchenfrage, ja, also ich finde auch, dass die Beschwerdestellen so ein Türöffner sind und weil ich glaube, dass das A und O auch das Klima ist und das muss ein Klima
Klima geben, in dem sich Frauen sicher fühlen, in dem Frauen sagen, mir ist das oder sagen können und das Gefühl haben, dass sie nicht schon wieder verlacht werden oder dass sie nicht geglaubt wird, sondern dass sie ernst genommen werden. Und dass sie mit dem Problem, ob sie nun angegrapscht worden sind oder verbal belästigt worden sind oder noch schwerer, also körperlich Übergriffe erleiden mussten, das sei erstmal dahingestellt. Aber egal was es ist, dass sie dann keine Scheu haben, das zu sagen und sich auch nicht mehr schämen. Viele Frauen schämen sich ja auch. Und dass sie auch keine Angst haben mehr müssen um ihren Job oder sie sagten vorhin ökonomische Verluste, das ist ja damit, geht ja damit einher. Also wenn man dieses Klima schafft und ich glaube, diese Beschwerdestellen sind ein erster Schritt dahin, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Okay, Herr Welzer, Sie sind, ich würde tatsächlich jetzt den Transformationsdesigner im Herrn Welzer gerne mal ansprechen, also sozusagen die Fachkraft fürs Umkrempeln von Lebensentwürfen oder auch schlicht Arbeitsabläufen. Was können diese Stellen leisten? Also ich habe hier zum Beispiel mit der Frauenbeauftragten des Senders gesprochen. In Planung sind zum Beispiel Führungskräftetrainings, denke ich, super Sache, denke ich aber auch. Wie begeistert sind eigentlich meine Vorgesetzten, wenn gesagt wird, also du kommst mal Montag und Dienstag in den Konferenzraum sowieso, dann erzählen wir dir mal ein bisschen was über Gleichstellung und Frauenrechte. Wie begeistert wären sie? Die sind wahrscheinlich nicht besonders begeistert, aber das ist ja genau der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass die Kulturveränderung in den Institutionen, die durch die Existenz solcher Stellen überhaupt ins Rollen kommt, dass das Entscheidende ist. Es gibt ja viele andere Beispiele. Also in dem Augenblick, wo Verhaltensweisen nicht mehr sozusagen als Kavaliersdelikt oder wie immer unter der Decke oder sowas, sondern wenn sie tatsächlich inkriminierbar sind und wenn es dafür Zuständige gibt, verändert sich die Kultur des Unternehmens, der Organisation, der Universität und so weiter. Und ich glaube, das ist der starke Punkt dabei. Und es gibt viele Bereiche. Ich meine, auf einer ganz anderen Ebene, seit es einen internationalen Gerichtshof gegen Menschenrechtsverbrechen gibt, sind solche Dinge, die vorher straflos gewesen sind, strafbar. Mhm. Und eine Kultur der Straflosigkeit ist das große Problem, ja, wo dann eben solche Machtunterschiede wirksam werden, Leute das ausüben können und sie wissen, sie kriegen nichts dafür, irgendwie Negatives. An der Stelle, wo solche Beschwerdestellen oder zuständige Personen und juristische Verfolgung gibt, ändert sich die Kultur des Ladens blitzartig. Also das ist die Funktion. Das haben Sie mir jetzt alle gesagt und ich bin gerne geneigt, das zu glauben, aber ich hätte es trotzdem gerne noch ein bisschen konkreter. Also ich hänge noch gedanklich bei meinen Vorgesetzten, die eine freundliche Einladung kriegen zum Führungskräfteseminar. Die haben den Schreibtisch voll und denken sich, na super. Was bekommen die da erzählt? Ja, also ich kann Ihnen mal eine ganz lustige Anekdote erzählen aus meinem frühen journalistischen Leben. Also ich war ja mal bei der Taz viele, viele, viele Jahre. Und die Taz ist ja ein bunter Laden mit Frauen und Männern in Führungspositionen. Und die Taz ist sehr feministisch und meint auch immer sozusagen sehr gerecht zu sein. Das ist sie natürlich nicht immer. So wie jeder Laden und jedes Unternehmen ist nicht in jedem Fall gerecht. Und dann entstand irgendwann die Idee, Gender-Trainings zu machen. Also Führungskräfte und auch die anderen Redakteurinnen und Redakteure und Mitarbeiterinnen des Verlages dahingehend nochmal zu schulen. Da gab es einen großen Aufstand und wir wollen das nicht und die Taz, die ist doch immer vorne an, was irgendwie Feminismus betrifft, was den Umgang mit Migranten betrifft und so weiter. Ne? Und dann gab es jetzt diese ersten Gender-Trainings. Ich war nicht mehr dabei, aber ich habe mir sagen lassen, die waren sensationell. Welcher Hinsicht? Ja, will ich gerade sagen. Also die Teilnehmerinnenquote, die war wahnsinnig hoch, auch von Leuten, die vorher gesagt haben, ich gehe da nicht hin, ich gehe da sowieso nicht hin, weil ich schon da hingehen muss, das mache ich gar nicht, aber die waren alle da und da saß dann der Chefredakteur mit so ihm untergeordneten Redakteurinnen und Redakteuren so an einer Runde auf einer Ebene und da gab es Gespräche und da gab es Offenbarungen, die möchte ich jetzt hier nicht wiedergeben, habe ich auch nur aus zweiter Hand, kann ich also sozusagen nicht sicher sagen, aber das, was ich da gehört habe, da, also mich hat es also ziemlich weit in meinen Sessel gedrückt und dachte, das hätte ich nicht erwartet und da habe ich gedacht, wow, wie super. Wie super. Das ist doch toll. Wow, wie super. Dann wollen wir mal hoffen, dass das in allen Institutionen auch so dann gefunden wird und auch vielleicht nach Zögern dieses Echo findet. Sie, Frau Schmollack, hatten gerade angesprochen, die Frauen schämen sich. Also die Übergriffe, die sie erleiden, werden nicht den Tätern in Rechnung gestellt. Also es äußert sich nicht
zwingend oder als erstes Wut oder Zorn oder Empörung, sondern tatsächlich wird der Fehler bei sich selbst gesucht. Was habe ich falsch gemacht? War mein Verhalten unangemessen? Was ist da schiefgegangen? Frau Stokowski, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, ich linse schon dauernd auf die Uhr, aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch, wie Sie zum Beispiel dann einen Mann, der Sie belästigt, anschreien, ey, lass das, und einfach nicht mehr nett sind. Ich kenne aber tatsächlich Frauen, Freundinnen, die sind, das klingt doof, aber so ist es, die sind zu höflich. Also die finden eine Anmache unangemessen. Ich sehe, die winden sich, aber die sagen dem Mann nicht, ey, lass das. Was ist das, was Sie sagen können, was dazu führt, dass man sich distanzieren kann, dass man sagt, das ist dein Vergehen und ich will das nicht. Also dass das auseinandersortiert wird. Naja, bei vielen Leuten ändert sich das Bewusstsein für solche Übergriffe und dass sie passieren können, ja sozusagen das erste Mal, nachdem sie passiert sind, man gemerkt hat und geschockt war davon, wie hilflos man selber war oder wie spät man reagiert hat. Und ich glaube, was gut ist, ist, wenn man dann irgendwann, und mit Glück schafft man das, bevor man sowas erlebt, ein Gefühl dafür kriegt, ab wann ist es mir unangenehm und ab wann ist jemand in meinem Raum, der sozusagen meine Intimität oder Persönlichkeitsgrenzen sind oder so, ab wann ist mir das unangenehm und dann einfach sehr schnell zu reagieren. Und das kann unglaublich schwierig sein, weil Frauen nicht die anstrengenden, zicken, hysterischen, kreischenden Furien sein wollen und so. Aber manchmal muss man das halt einfach sein. Und es kann auch sehr, sehr erleichternd sein, in dem Moment zu merken, wo man jemanden zum Beispiel anschreit. Also ich hatte mal so einen Fall in der U-Bahn, wo ein Mann eine andere Frau angekrabbelt hat, die Kopfhörer auf hat und gelesen hat. Und offensichtlich hatte sie kein Interesse, mit ihm eine Beziehung anzufangen. Und, und ich habe ihn angeschrieben, meinte, ey Alter, lass das, hör auf, sie will offensichtlich nicht. Und er hat sofort so, boah, sorry, tut mir leid, so, und ist in der nächsten Station ausgestiegen. Okay. Und das sagte ich auch nicht, dass das passiert, sobald ich einmal laut werde. Aber manche sind halt dann so, dass sie so erschrocken sind, dass sie denken, ja, okay, sorry. Das sagt uns die Autorin Margarete Stokowski. Mit ihr und anderen Gästen diskutieren wir hier in der Radio 1 Lounge in Potsdam-Babelsberg. Die Überschrift ist Macht, Missbrauch, Sexismus, Me Too. Sie können uns auch sehen, wenn Sie wollen, eine Stunde lang noch auf radio1.de. Unsere Gäste sind, wie gesagt, Margarete Stokowski. Ich möchte Ihnen allen empfehlen, Ihr Buch untenrum frei zu kaufen, zu lesen und dann allen Männern und Frauen zwischen 15 und 95, die Sie kennen, auszuleihen. Wobei ich schätze, Frau Stokowski wäre lieber, Sie kaufen es. Ostern steht vor der Tür. Mir die Schauspielerin Petra Zieser ist da, die das Thema Machtmissbrauch innerhalb der Deutschen Filmakademie bearbeitet. Die hat uns davon berichtet. Der Soziologe Harald Welzer ist da. Sie kennen ihn unter anderem aus seiner Kolumne hier bei uns auf Radio 1 am Montagnachmittag. Und die Chefredakteurin des Freitag ist bei uns, der Wochenzeitung, Simone Schmollack. Heute ist eine Sonderausgabe des Freitags erschienen zum 8. März. Und im Radio 1 Studio, die Gäste können es sehen, hier durch die Glasscheibe. Direkt neben uns steht jetzt schon Michael Mellinger für Sie bereit mit den 8 Uhr Nachrichten. Und die sagt nochmal ein herzliches Willkommen aus der Radio 1 Lounge hier in Potsdam-Babelsberg. Wir diskutieren Machtmissbrauch, Sexismus, MeToo. Um 7 haben wir angefangen. Vielleicht sehen Sie uns auch auf Radio 1, geht nämlich auch. Wir streamen die Diskussion auf radio1.de. Ich habe es gesagt, wir sprachen auch eingangs schon drüber. Wir schreiben den 8. März, den Internationalen Frauentag. Aber Frauen gibt es auch an allen Tagen vor und nach dem 8. März und folglich auch den Machtmissbrauch, um den es hier im Kern geht. Wir haben in der vergangenen Stunde uns die Fälle Weinstein und Wedel noch mal genauer angeschaut und versucht, das, was daraus folgt, ein bisschen genauer zu fassen. Wir haben über die Beschwerdestellen geredet, von denen, wie ich sie alle vier hier verstanden habe, sie sich einiges versprechen. Und ja, ich habe Gäste auf dem Podium, die aus unterschiedlichen Perspektiven, teilweise zumindest, aufs Thema schauen. Petra Zieser ist da, Schauspielerin und im Vorstand der Deutschen Filmakademie, die gegen Gewalt in ihrer Branche angehen will, mit so einer Beschwerdestelle. Simone Schmollack ist da, hat lange für die Taz gearbeitet, einige Bücher geschrieben, jetzt ist sie Chefredakteurin der Wochenzeitung Der Freitag. Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer ist bei uns von der Stiftung Futur 2. Sie hören ihn immer montagnachmittags bei uns im Programm. Und stehen geblieben in der vergangenen Stunde waren wir bei Margarete Stokowski, Autorin und Spiegelkolumnistin. Und wir haben darüber geredet, Frau Stokowski, wie es sich vermeiden lässt, immer nett sein zu wollen. Könnten Sie es vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, was Ihnen geholfen hat, diesen Schritt zu gehen, was Sie vorhin erzählten, in der S-Bahn aufstehen
und jemanden anschreien, der sich unangemessen verhält. Das bringt man nicht mal so eben, nicht immer. Bringt man nicht mal so eben, aber was hilft, um zu lernen, nicht immer nett sein zu wollen, wenn es mal nicht angemessen ist, nett zu sein, ist zu lernen, wie gut es sich anfühlt, wenn man es dann mal überschritten hat. Also wenn man über die eigene Norm oder die eigenen Vorstellungen davon, was sich gehört, mal hinweggegangen ist. Und ich habe in meinem Buch habe ich ein Kapitel über diese Situation geschrieben, weil es ja oft so ist, dass wir so auch als Frauen meistens die ganze Zeit das Gefühl haben, okay, es ist alles irgendwie okay, und dann passieren irgendwelche Sachen und man denkt so, oh Gott, ist das gerade wirklich passiert? Hat er das gerade gesagt? Hat er das gerade gemacht? Ich glaube das nicht. Also es sind immer wieder so Schockmomente, wo man so ein paar Sekunden oder auch ein paar Stunden lang denkt, ist das gerade passiert? Und das Kapitel, was über diese Situation ist in meinem Buch, heißt eine Poesie des Fuck You, weil ich empfehle sozusagen so gewisse Mantren mit sich rumzutragen, die unterschiedliche Dinge sein können, wie Zitate aus Filmen, Büchern, Musik, Dinge, die andere Leute mal gesagt haben, die man cool fand, wo man irgendwie sich daran erinnert, dass man anders reagieren kann. Ja? Oder also wie ein Beispiel, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass dieses Kapitel zu schreiben, war eine Freundin von mir, die also wenn jemand sie anspricht, dass sie irgendwie zugenommen hätte oder so, dann sagt sie immer, das ist meine Wampe, du Opfer. Und man kann sehr lange ich darüber reden, nicht schwanger. Ob du Opfer so als sagen ein gutes Schimpfwort ist oder nicht, aber irgendwie sozusagen einen eigenen produktiven, aktiven Umgang mit Dingen zu kriegen und nicht immer nur zu denken, oh Gott, ist das jetzt, darf ich da jetzt irgendwie was dagegen sagen oder nicht, sondern diese Momente, in denen man irgendwie widerständig darauf reagiert, können auch sehr schön sein und können auch so sein, dass man neue Energie daraus fürs nächste Mal gewinnt. Ich glaube, alle Frauen, die das jetzt hören, können es nachvollziehen. Welche Reaktionen kriegen sie denn von Männern auf ihr Buch? Sehr interessierte, also das Lustige, also das Schöne, der Unterschied zwischen einem Buch und einer Spiegel-Online-Kolumne ist ja, dass das Buch nicht den Kommentarbereich hat und den den ganzen, also nee, ich finde gut, dass es einen Kommentarbereich gibt, aber die Leute lesen ja nicht mein Buch, wenn sie mich hassen und umbringen wollen, sondern die Leute lesen das Buch, wenn sie zumindest ein Minimalinteresse daran haben, was da drin steht. Und ich kriege extrem positive Reaktionen darauf und viele Männer, die sagen, oh Gott, ich habe noch nie über diese ganzen Sachen auf die Art nachgedacht. Und also es gibt ja auch immer dieses, dass manche Männer sagen so, oh, seit ich eine Tochter habe, denke ich drüber nach, was Frauenrechte sind und so. Und das ist dann immer so ein bisschen traurig, weil ich denke, boah, hast du nicht vielleicht auch eine Frau und eine Mutter und eine Bekannte oder so. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich ja mit auch sehr intimen und persönlichen Erlebnissen versuche, größere gesellschaftliche Fragen sagen, zu unterlegen oder zu illustrieren oder so. Und da ist es tatsächlich so, dass also ich habe nicht so eine starke so Schamgrenze und auch so Sachen, die peinlich sind oder so zu erzählen. Das mache ich halt in dem Buch. Und viele Leute sind dafür sehr dankbar, weil sie das halt dann nicht unbedingt erzählt kriegen von anderen Leuten. Und viele erzählen mir dann auch eigene Geschichten, die dann noch peinlicher sind und so. Und das ist immer ganz gut, ja. Jetzt, Herr Welzer, müssen Sie leider herhalten als Mann in der Runde. Ich will Sie nicht abfragen, ob Sie untenrum frei gelesen haben. Aber haben Sie das Gefühl, wir sprachen ja in der ersten Stunde darüber, dass jetzt die Gesellschaft über dieses Thema spricht. Aber haben Sie auch das Gefühl, dass es Männer betrifft, dass Männer darüber nachdenken, dass Frauen, Freundinnen, Kolleginnen darüber reden, glaube ich sofort. Ich weiß nicht, wie das in homogenen Männergruppen ist. Ja, gibt es, also das ist gewissermaßen schon die Antwort, weil Männer sind ja eine Oberkategorie und es gibt natürlich, wie wir hier am Fall Schipper und Tukur schon gesehen haben, unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Bewertungen. Und ich glaube, die Diskussion wird vollkommen unterschiedlich geführt und die Debatte auch unterschiedlich aufgenommen. Ich würde denken, dass Männer unter 30, wenn ich das mal so pauschalisieren darf, eine vollkommen andere Offenheit gegenüber dieser Debatte haben als die Ü50-Jährigen, die alten Säcke meinetwegen. Ja, wie gesagt, ich habe auch nichts dagegen, wenn Dinge beim Namen zu nennen. Es muss dann nur irgendwie passen. Aber empfiehlt sich, ja. Passt pauschal, genau. Nee, und insofern sind ja Männer, auch wenn das vielleicht sozusagen eine leichtfertige Behauptung in dieser Runde ist, sind ja nicht alle gleich. Sind tatsächlich nicht alle gleich. Die kommen aus verschiedenen Schichten, die kommen aus unterschiedlichen Bildungsniveaus, die haben vielleicht auch andere soziale Zusammenhänge, die sind
unterschiedlich alt, andere Generation, ist ja völlig trivial, was ich jetzt gerade sage. Und insofern gibt es natürlich keine einhellige Aufnahme dieser Diskussion, dass sie völlig verschreckt sind jetzt plötzlich. Es ist, glaube ich, wie im wirklichen Leben, bei allen anderen Themen auch, dass es 80% der Leute am Arsch vorbeigeht. Ja? Das gilt aber für fast alle politischen Themen, dass die gar nicht sich damit konfrontieren oder damit auseinandersetzen. So, aber diejenigen, die sich damit auseinandersetzen, tun das sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, vielleicht das nochmal ein Punkt, den ich auch gerne anbringen würde. Es ist, dass es eine solche breite gesellschaftliche Debatte gibt, kann nur auf der Grundlage dessen stattfinden, dass man Gewalt mittlerweile für etwas Skandalisierbares hält. Das heißt, das Gewaltverhältnis innerhalb der Gesellschaft hat sich verändert. Das ist ja dasselbe wie Gewalt gegen Kinder oder sowas. Ja? Als ich als alter Sack Kind gewesen bin, war es normal, dass Kinder geschlagen wurden. Wir haben mittlerweile einen zivilisatorischen Fortschritt hinter uns in den vergangenen Jahrzehnten, dass es vollkommen unnormal ist, beziehungsweise sofort irgendwie skandalisiert wird. Das heißt, die Gewaltverhältnisse in unserer Gesellschaft haben sich verändert. Natürlich nicht hinreichend, da gibt es noch unglaublich viele Problemfälle, aber dass dieses Thema ein großes Thema geworden ist, liegt daran, dass sich das Verhältnis schon verändert hat. Dann muss ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, weil Sie jetzt im Grunde schon unseren nächsten Einspieler angesagt haben. Ja, vorhin auch schon ich weiß nicht, woher Sie das immer wissen. Wir wollen sozusagen zurückgehen in der Geschichte, auf die Sie gerade angespielt haben, mit einer kleinen Gedächtnisstütze. Wie wurde dieses unseres Thema heute Abend in der Vergangenheit diskutiert? Das sehen wir jetzt. Die Diskussion um Sexismus im Alltag ist eigentlich nicht neu. War da nicht vor ein paar Jahren mal etwas mit einem älteren Herrn aus der FDP und einem Dirndl? Haben wir daraus nichts gelernt? Damals, vor 4,5 Jahren, haben wir ernsthaft noch über die Frage geredet, ob Sexismus überhaupt gibt, ob Sexismus überhaupt ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Und diese Grundsatzfrage stellen wir 4 Jahre später nicht mehr. Jedoch waren sowohl der Skandal als auch Brüderles Partei kurz darauf in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Dabei ist das Problem des Alltagssexismus noch viel älter. Schon ein verrutschter Rock, schon ein offener Knopf, schon eine ungeschickte Bewegung kann in jungen Männern das Tier wecken. Vielfaches Betrachten von Sexfotos oder Sexfilmen führt sogar zur Verstopfung von ganzen Gehirnwindungen und beeinträchtigt so die Körperfunktionen. So ging Aufklärung 1969. Aber auch in den 80ern hatten die Männer scheinbar noch Probleme mit den Hirnwindungen. Wir fordern Sie auf, endlich zur Kenntnis zu nehmen, dass auch die Frauen ein Selbstbestimmungsrecht haben über ihren Körper und ihr Leben. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen. Da lachten sie noch, die Herren im Deutschen Bundestag von 1983. Es brauchte dann auch nur 33 Jahre, bis auch der Bundestag entschieden hat, Nein heißt Nein. Denn erst im Juli 2016 beschloss das Parlament ein neues Sexualstrafrecht, das auch sexuelle Belästigung unter Strafe stellen soll. Wer gegen den erkennbaren Willen eine sexuelle Handlung an einer anderen Person vornimmt, macht sich künftig strafbar. Der flüchtige Griff an den Po, an die Brust, ist jetzt auch sanktioniert. Aber auch international scheint es da noch Nachholbedarf zu geben, wie etwa in England. 2 Minister mussten zurücktreten, einer, weil seine Hände sich auf die Knie einer Journalistin verirrt hatten, der andere, weil er in seinem Büro Tausende von Pornos heruntergeladen haben soll. Und wer weiß, wie viel Protest noch nötig ist, solange der mächtigste Grabscher der Welt im Weißen Haus regiert. Grab him by the pussy. Na, mal sehen, wie lange noch. Ich persönlich könnte darauf verzichten, das noch länger zu sehen. Bleiben wir jetzt vielleicht auf dem politischen Parkett. Szenen wie die eben, da sahen wir die grüne Waltraud Schoppe, die verhöhnt wurde im Bundestag, weil sie was gesagt hat, auf das wir uns hier alle recht schnell einigen konnten. Gibt's, hoffe ich, nicht mehr. Nun ist die politische Gesamtwetterlage die, wir bekommen Überraschung, nun wohl doch noch eine Regierung. An der Spitze steht eine ostdeutsche Frau im 18. Jahr ihrer Kanzlerschaft. Gerade eben hat sie eine andere Frau vom anderen Ende Deutschlands zur Generalsekretärin der Union gemacht. Die SPD wird, danach sieht es aus, künftig vom einzigen Mann der SPD angeführt, so hat es zumindest ein FAZ-Redakteur beschrieben, von Andrea Nahles. Also wer es drauf hat in der Politik, setzt sich 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts durch, oder Simone Schmollack? Ach, puh, ja, es ist auch so eine schwierige Frage. Also
so Frauen in bestimmten Positionen heißt nicht automatisch mehr Rechte für Frauen, heißt nicht automatisch Gleichstellung. Das heißt aber Sichtbarkeit. Ja, heißt Sichtbarkeit und heißt auch möglicherweise, dass Frauen, wenn sie ein bestimmtes Bewusstsein haben, davon muss man natürlich ausgehen, dass sie dann versuchen, andere Frauen zu fördern, zu stärken, ein bestimmtes Klima zu schaffen, wo dieser Machtmissbrauch nicht mehr, über den wir heute Abend reden, nicht mehr so leicht möglich ist, wo sexuelle Übergriffe nicht so möglich sind. Aber ich wie gesagt, ich wehre mich auch dagegen, obwohl ich also stark auf der Seite der Frauen bin. Ich wehre mich dagegen zu sagen, wenn, also mit Frauen wird alles besser und alles anders. Das ist totaler Quatsch. Warum müssen Frauen, nur weil sie Frauen sind, immer alles, wenn sie in bestimmte Positionen kommen, alles mit einem Schlag neu machen, besser machen, tausendmal klüger sein? Das ist auch wieder so ein Klischee und das verfestigt Geschlechterstereotypen. Mhm. Und das ist Bullshit. Also, und das ist, wie gesagt, Frauen mit einem bestimmten Bewusstsein, Frauen, die auch also ausgleichend wirken und auch die auch keine Macht missbrauchen, wenn das geregelt ist, das sieht dann schon ein bisschen anders aus. Aber dieses weil Frau Merkel seit 18 Jahren oder fast 18, also in die 18., wie Sie wissen schon, geht. Ja, danke. Oh, Entschuldigung. 2005. Ja, das stimmt. Ja, so. Wenigstens eine passt auf. Wie gesagt, sie ist eine ostdeutsche Frau, aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie mit dem Label Frau irgendwie hausieren gegangen ist. Hat sie nicht gemacht. Mhm. Unabhängig davon hat unter ihrer Ägide hat es viele, viele, viele Gesetze für Frauen gegeben. Das muss man auch sagen. Okay, dann lassen Sie uns doch vielleicht das angucken, was wir jetzt sagen können über das Kabinett. Nach und nach kleckern die Namen raus. Julia Klöckner, CDU, Anja Karliczek, ein neues Gesicht im Kabinett. Ursula von der Leyen bleibt wohl. Die SPD holt, wir haben es eingangs in Nachrichten gehört, die Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey. Die CSU konnte sich immerhin zu einer Staatsministerin durchringen, Dorothee Bär. Mit der Hälfte des Kabinetts wird es wohl nichts, aber zumindest gibt es Frauen, es gibt auch jüngere Frauen. Ist das ein Fortschritt, Harald Welzer? Naja, natürlich ist es ein Fortschritt. Und es ist ja auch deutlich, ich meine, dass die Parität nicht hergestellt worden ist, liegt natürlich an der reaktionärsten Partei, die es in diesem Land gibt, die CSU, also jedenfalls mit Regierungsbeteiligung. Und die benennen dann auf diese Weise Minister. So, und das ist einfach signifikant. Ja? Aber ich würde das durchaus als ein Fortschritt in dem Sinne einer Normalisierung. Also das Ding ist ja dann gut, wenn man nichts mehr bemerkenswert findet. Also ein Problem ist ja immer noch da, wenn man ständig betonen muss, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Ja? Also eine Gesellschaft funktioniert dann in ihren zentralen Bestandteilen dann gut, wenn überhaupt niemand drüber nachdenkt. Also Gerechtigkeit ist dann realisiert, wenn niemand eigens an jeder Stelle sagen muss, ich will aber Gerechtigkeit. Ja? Und so das ist würde es für die Quote zur Überwindung der Quote sprechen, was Sie gerade sagen. Ja, möglicherweise. Aber ich wollte auch noch mal, ich finde es zum Beispiel ein gutes Zeichen, dass Angela Merkel eben Bundeskanzlerin ist, seit vielen, vielen Jahren. Aber sie, außer in der praktischen Tätigkeit und übrigens im Abservieren von Männern, ansonsten nicht sonderlich auf dem sozusagen Frauenthema. Und das ist ein Zeichen von einer Normalisierung. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Mhm, aber gleichzeitig der Blick ins Parlament, weniger weibliche Abgeordnete als zuvor. Ja, ja. Ja, das hat natürlich mit den Parteien zu tun, die jetzt auch nicht gerade unbedingt für ihre feministischen oder frauenbewegenden Strukturen und Themen bekannt sind. Jetzt haben wir ein Koalitionspapier. Der Titel verspricht eine neue Dynamik für Deutschland. Wer von Ihnen vier hier vorne sieht die denn mit Blick aufs Koalitionspapier, was die Frage von Geschlechtergerechtigkeit angeht? Herr Welzer hat es ja schon ein bisschen gesagt. Also wir sind dann bei einer gleichberechtigten Gesellschaft, wenn es wirklich nicht mehr thematisiert wird. Und dieses Kabinett, also Frau Merkel hat ja da, damit geworben, dass sie die Hälfte des Kabinetts mit Frauen besetzen will, weil sie auch gezwungen war, das zu tun, weil wir nämlich ein Klima haben, in dem das erwartet wird. Weil wir also so lange also schon darüber debattieren und in den vergangenen Jahren, ich sagte es ja schon, sind viele, viele Gesetze beschlossen worden, die gut sind für Frauen und die gut sind für die Gleichstellung. Und dass es jetzt nicht so gekommen ist, ich finde es bedauerlich.
Aber ich, wie gesagt, ich warne immer davor, dann so viel da auch hinein zu projizieren. Das bringt uns dann auch nicht weiter. Und wir sind aber leider eben noch nicht an der Stelle, dass es so normal ist. Wie normal ist es, Frau Stokowski, Frau Zieser? Frauen in den Parlamenten, Frauen als Ministerin? Ich sehe das ganz genauso wie Sie, dass dieser Dogmatismus oder dass das tatsächlich auch diese Reglementierung sein. Ich bin total pro Quote, also gerade in der Filmbranche finde ich pro Quote total wichtig und richtig. Und weil dieses zu erzielen, dass es 50-50 ist. Und bei in den Filmen ist es zum Beispiel ganz wichtig, ist bei uns Kinderfilm, dass da auch die Rollen, das sind nur oft ein Drittel nur Frauenrollen. Und damit sagen wir auch unseren Mädchen oder unseren Kindern, sagen wir, den Frauen gehört nicht die Hälfte der Welt, aber es ist so. Und da finde ich, ist es ganz wichtiges Vorbildcharakter. Wie das in der Politik ist, ist, glaube ich, auch sehr zu schütteln mit dem, wer da fähig und wie da die Dynamiken sind. Deswegen würde ich es ganz genauso sehen. Frau Stokowski, wenn ich das Wort Bundeskanzler höre, dann sagt immer noch eine Stimme in mir Kohl. Also ich will immer aus meiner Sozialisation raus ergänzen, Kohl. Jetzt sind Sie ein paar Semester jünger und über Jahre und über ein gutes Jahrzehnt mit einer Kanzlerin aufgewachsen. Welche Rolle spielt das für Sie? Oder vielleicht können Sie auch vermuten, welche Rolle spielt das für Frauen und Mädchen, aber genauso auch für Jungs und Männer? Also, was ich sehr schön finde, ist, dass ich jetzt schon mehrmals von Kindern die Geschichten gehört habe, dass sie gefragt haben, ob ein Mann auch Kanzlerin werden kann. Also, dass tatsächlich die Leute, die Kinder, die damit aufwachsen, denken, das ist halt eine Frau, die den Job macht und das ist schön. Aber man muss auch sagen, also ich meine, so viele, ja, es gibt jetzt irgendwie Ministerien von Frauen geleitet und so und das ist alles schön und gut. Aber wir hatten zum Beispiel immer noch keine Bundespräsidentin und das ist so selbst, also ist natürlich was nur alle paar Jahre überhaupt zur Debatte steht, aber die Verteilung davon, wer dann letztendlich sehr selbstverständlich welche Rollen einnimmt, ist immer noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, es ist halt alles locker verteilt. Also ich hätte zum Beispiel, ich dachte, es wäre interessant darauf zu wetten, wann es mal einen männlichen Familienminister gibt, jetzt nachdem das jetzt immer Frauen waren, aber ich weiß gar nicht, wie weit man, also ob ich darauf wetten sollte. Ich weiß ja nicht, wie alt ich werde. Wie weit würden Sie denn gehen? Also keine Ahnung, aber es ist sozusagen, also die bloße Existenz von Frauen auf bestimmten Posten ist halt irgendwie immer gut, wenn es in Nähe einer 50-50-Verteilung irgendwie geht. Aber es heißt halt nie notwendigerweise, dass die sich auch für Frauen einsetzen. Deswegen ist es sozusagen eher so ein Rumkratzen an der Oberfläche und schon notwendig, aber halt noch nicht hinreichend, wie man unter Philosophin sagen würde. Okay, sehr schön. Frau Schmollack, in den vergangenen Jahren, Sie hatten es gerade zumindest angedeutet, gab es handfeste Veränderungen an Gesetzestexten. Schwule und Lesben können heiraten, statt sich zu verpartnern. Und Nein heißt Nein. Ich glaube, darauf haben Sie angespielt, steht im Strafrecht. Also sexuelle Handlungen gegen den Willen eines anderen sind strafbar. Wir sahen es vorhin auch im Einspieler, auch wenn keine Gewalt angewendet wird, wenn keine sichtbaren Verletzungen da sind. Welche Gesetzesinitiative fehlt Ihnen denn noch? Also wenn Sie noch was ins Papier schreiben dürften. Ja, welche fehlt mir noch? Legalisierung von Abtreibung. Ja, zum Beispiel. Also ich meine, ja. Wenn ich dir das mal vorschlagen darf. Danke, danke. Ja, diese Debatte um 219a, die schwelt ja gerade wieder, allerdings mit einem anderen Zungenschlag. Um die Werbung, dass, ja, vermeintliche Werbung, ja, / Information aber für Schwangerschaftsabbrüche. Nur, also, wir reden ja gerade über sogenannte Werbung für Abtreibung, aber es ist ja, also selbst wenn es diesen Paragraphen nicht gäbe, wäre Abtreibung in Deutschland ja immer noch nicht legal. Das ist ja immer noch, also straffrei. Nicht geahndet. Genau. Aber das ist immer noch, also hinter dem, was vor Jahrzehnten schon gefordert wurde. Das ist einfach, also auch im Vergleich zu anderen Ländern, sehr, sehr rückständig. Und das wird gerade noch nicht mal debattiert. Und das ist, finde ich, immer noch nicht weit genug. Also ich finde, wir erleben ja gerade durch diese Debatte um 219a, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass es zwar... B ist es, glaube ich. Dieser Werbeparagraf. Okay, dann ziehe ich zurück. So. Wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, dass wir trotz Pflichtberatung trotzdem abtreiben dürfen. Ja? Und wie normal das für uns ist. Und jetzt wird auch das wieder in Frage gestellt durch bestimmte Kreise, die Lebensschützerinnen, Rechtspopulisten und so weiter, die das ja komplett wieder verbieten wollen. Und das, finde ich, ist ein Punkt, wo wir dringend aufpassen müssen, wo wir nicht nur darüber reden müssen, ob wir dieses Verbot
von Werbung aufheben, sondern ob wir auch einfach diesen Paragraphen so, also dieses Recht auf Abtreibung verteidigen müssen. Und das, ja, das würde ich mir wünschen. Das Herr Welzer, was würden Sie noch reinschreiben? Na, ich würde da gar nichts reinschreiben. An dieser Stelle, auch weil ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe, welches Gesetz ich gerne noch irgendwo reinschreiben würde. Also eine neue Dynamik für Deutschland, verspricht der Titel. Ich würde gerne was anderes sagen, wenn das gestattet ist. Und zwar, glaube ich, sind das beinahe die naheliegendsten Dinge, dass man danach guckt, was ist auf der formellen Ebene noch nicht hinreichend geregelt und was müsste da gemacht werden. Ich finde ja für unsere Fragestellung der Machtverhältnisse, auch des Missbrauchens von Macht, auch der Gewaltverhältnisse zwischen Menschen, andere gesellschaftliche Bereiche vielleicht auch mal sehr wichtig, sich anzugucken, nämlich wo zum Beispiel Habitus, also wie Menschen sich verhalten, wie Geschlechterrollen und sowas, wo das alles eingeübt wird. Und der größte Bereich, wo das eingeübt wird, ist Konsum. Beispielsweise bei Kinderspielzeug. Ja, wenn es Firmen gibt, die mittlerweile Miniaturen von irgendwelchen Motorsägen und sowas herstellen, ja, übrigens mit dem Markennamen des Originals und so weiter, und gleichzeitig aber auch den Küchenmixer und den Herd und sowas, als wären wir noch in den 50er Jahren, und wir die Statistiken angucken, wie das gekauft wird und wie das dann in den Haushalten auch zugeordnet wird, dann haben wir eine ganz andere Dimension dieses Themas. Aber das regelt ja kein Gesetzestext. Eben, deshalb sage ich es ja auch. So, und wo regeln Sie das? Nee, ich denke, freies Land. Ich wollte ein anderes Thema im Zusammenhang von Machtmissbrauch, Sexismus und MeToo ansprechen. Aber wenn Sie das beeinflussen wollen, wo setzen Sie an? Dann müssen Sie ja im Grunde in die Familien gehen und in die Bildungswege, oder? Genau da, wo ich jetzt gerade sitze, nämlich beim öffentlichen Sprechen. Und das ist nämlich genau der Witz. Das Problem ist ja, dass Machtverhältnisse aufrechterhalten werden. Dafür ist die MeToo-Debatte ein Problem, wenn es keine Thematisierung dafür gibt. Keine öffentliche Thematisierung, wenn man die Dinge nicht zur Sprache bringt. Und insofern setze ich genau da an, wo man das zur Sprache bringen kann. Ich finde das skandalös. Gehen Sie mal in die Kinderspielzeugabteilungen, in den Kaufhäusern und so weiter, wo da genau diese Dinge eingeübt werden, und zwar konsumistisch eingeübt werden, wo man die Resultate dann hinterher bei erwachsenem Machtmissbrauch sieht. So, Frau Schmollack, auch im öffentlich-rechtlichen Sprechfunk zu diesem Thema. Ja, ich glaube, da müssen Sie gar nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil das wird ja debattiert. Das wird debattiert unter dem Stichpunkt Rosa-Helber-Falle. Ich glaube, man muss eher an die Unternehmen rangehen, die genau das produzieren. Und die produzieren das, weil sie wissen, dass sie damit mehr Geld machen können. Das ist der Hintergrund. Und Eltern ärgern sich darüber, dass sie, doch, viele Eltern ärgern sich, zumindest in meiner Filterbubble. So. Ja, aber meiner das ist das auch. Problem. In ihrer auch. Aber da gibt es auch Schnittmengen zu genau diesen Konsumentenkreisen. So. Und das sind, das mögen die Eltern sein, die ein Bewusstsein dafür haben, für Geschlechterrollen, Geschlechterstereotype, die sie auch aufbrechen wollen. Die lehnen das auch ab, aber die haben gar keine Chance. Die gehen in so einen Spielzeugladen und dann wird da so ein rosa Kochherd angeboten, dann wird da von mir aus diese Kreissäge angeboten, von der Sie sprachen. Ja, und dieses so ein geschlechtsneutrales Spielzeug gibt es ja, glaube ich, nicht mal. Es gibt vielleicht Holzspielzeuge, Bausteine, die keine Farben haben, okay. Aber ansonsten. Ach, auch mit Farben. Für die jetzt erst einschalten und sich fragen, wieso reden die im Radio über Spielzeug? Kurz zur Erklärung nochmal. Sie hören unsere Diskussion tatsächlich, so ist es, aus der Radio 1 Lounge zum Thema Machtmissbrauch, Sexismus, MeToo. Wir müssen reden. Sie könnten uns auch noch eine halbe Stunde lang sehen, wenn Sie möchten, im Stream auf radio1.de, und dann würden Sie dort hören und sehen. Simone Schmollack von der Wochenzeitung Der Freitag, die hörten Sie zuletzt, die Autorin Margarete Stokowski, den Soziologen Harald Welzer haben Sie eben gehört, und die Schauspielerin Petra Zieser, und das scheint mir jetzt der geeignete Moment zu sein für eine Kolumne von Sarah Bosetti. Wir haben die gestern Nachmittag schon gespielt hier auf Radio 1, aber sie passt einfach so super und deswegen spielen wir sie jetzt nochmal. Radio 1. Eintagssiege. Der skurrile Kosmos von Sarah Bosetti. Ich bin vor kurzem spätabends eine Straße entlang gelaufen. Mir kamen zwei Männer entgegen, Mann 1 und Mann 2. Mann 1 sah mich an und sagte: "Ey, du hast schöne Brüste." Und Mann 2, sein Kumpel, sagte: "Alter, lass doch mal die Frau in Ruhe." Und ich dachte: "Cooler Mann 2." Aber Mann 2 war noch nicht fertig. Mann 2 sagte: "Alter, lass doch mal die Frau in Ruhe. Die ist voll hässlich."
In dem Moment habe ich beschlossen, den Feminismus aufzugeben und zum Sexismus überzulaufen. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Sexismus haben. Er ist das krasseste Erfolgskonzept der Menschheitsgeschichte. Frauen sind die einzige Mehrheit der Welt, die sich die Nachteile einer Minderheit hat andrehen lassen. Das muss man erst mal schaffen. Und ich finde, das könnten wir ruhig mal würdigen. Sexismus macht die Welt einfach. Für ihn war das eine ganz normale Begegnung zwischen Mann und Frau. Mann 1 hat mir ja nur ein Kompliment gemacht. Und das völlig zu Recht, im Ernst. Ihr solltet meine Brüste mal sehen. Das sind die formschönsten, fettummantelten Milchdrüsen, die je erfunden wurden. Und Sexismus bewahrt uns vor komplexen moralischen Abwägungen. Es ist doch gerade sehr hip, zu Frauen zu sagen, sie sollten sich nicht über anzügliche Sprüche beschweren, solange andere Frauen vergewaltigt werden. Vergewaltigungen sind also unser moralischer Nullpunkt. War das jetzt okay, dass mir mein Chef an den Hintern gefasst hat? Ja, war es, denn immerhin hat er mich nicht vergewaltigt. So einfach ist die Welt mit Sexismus. Und schon müssen wir auch nicht mehr so angestrengt anstrengend sein. Niemand mag hysterische Frauen. Das Wort Hysterie bedeutet auf Deutsch Gebärmutter. Bis vor gut 100 Jahren glaubte man nämlich, Frauen seien hysterisch, weil die Gebärmutter, wenn sie nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert werde, im Körper suchend umherschweife und sich dann am Gehirn festbeiße. Also bis vor gut 100 Jahren glaubte das die Wissenschaft. Ich glaube das immer noch. Natürlich ist das entmündigend. Aber Mündigkeit ist mir viel zu anstrengend. Ich war schon so oft die anstrengende Frau, die sich unbedingt aufregen musste, wenn ihr ungefragt an die Hüfte gefasst oder sie Mäuschen genannt wurde oder Männer auf ihrer Facebook-Seite kommentiert haben, man müsse sie nur mal richtig hart nehmen, um ihr solche Gedanken auszutreiben. Das ist doch kein Grund, sich aufzuregen. Nennt mich Mäuschen so viel ihr wollt. Was meint ihr, wie anstrengend es ist, anstrengend zu sein? Ich fordere nichts mehr, nur moralische Bequemlichkeit. Sexismus ist das Amazon unseres Sozialverhaltens. Moralisch so mittel, aber er liefert uns alles, was wir für ein bequemes Leben brauchen. Stabilität, eine klare Rollenverteilung und vor allem keine Zweifel an unserem Platz in dieser Welt. Bequemlichkeit ist der eigentliche Grund, aus dem es das Patriarchat bis heute gibt, weil jeder Schritt in Richtung Emanzipation ein Umlernen unserer Gewohnheiten bedeutet, und zwar auch für uns Frauen. Also, nieder mit der Verleumdungskampagne gegen den Sexismus, seid bequem, steht nicht auf für den Feminismus, bleibt liegen für den Sexismus. Wenn eine Frau belästigt wird, schaut weg. Außer natürlich, die Frau hat schöne Brüste. Dann schaut natürlich zu. Eintagssiege. Der skurrile Kosmos von Sarah Bosetti. Immer mittwochs auf Radio 1. Heute aber auch am Donnerstag. Sexismus macht die Welt einfach. Klare Rollenfächer, klare Aufgaben. Auch im Spielzeugladen ist alles klar geregelt. Wir waren vorhin gerade an der Stelle, wo wir versuchten zu klären, wo da angesetzt werden müsse. Sie sagen, Herr Welzer, indem wir drüber sprechen. Sie sagen, Frau Schmollack, indem, zumindest in Ihrer Filterblase Leute drüber nachdenken. Schön wäre ja auch, alle anderen könnte man dazu einladen. Haben Sie vielleicht dazu Ideen, Frau Zieser, Frau Stokowski? Naja, es sind ja alles, also wenn wir von Dingen reden, abseits von juristischen Entscheidungen, alles Fälle von Freiwilligkeit. Also man kann ja auch, als ich zum Beispiel besitze auch eine Motorsäge, die ich kaufen durfte, weil ich also eine Motorsäge haben wollte, auch eine Spielzeugmotorsäge, die ich mal geschenkt bekommen habe. Und das ist ja alles sozusagen im Laden vorhanden. Man kann da hingehen, aber es wird suggeriert, dass das eine für die einen gedacht ist und das andere für die anderen. Und dann kann man natürlich sagen, genau wie man zum Beispiel sagen kann bei Frauenzeitschriften, die nur Bullshit schreiben und Frauen kaufen sie trotzdem. Warum machen sie das? Man will ihnen das nicht verbieten, aber man würde gerne sagen, denk vorher nach. Und das sind alles Fälle von Freiwilligkeit, von Fragen, wie Leute ihren Alltag gestalten und so. Und es ist aber so, dass, also man könnte jetzt einfach sagen, ja, wenn das Bedarf da ist und Leute das kaufen, dann soll es halt auch geben und so, ist ja alles ein freies Land und so. Aber es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, es gibt ein extremes Bedürfnis danach, diese Sachen auch aufzubrechen und einfach also straffrei, wenn wir gerade schon das Wort vorhin hatten, Jungs sogenannte Mädchensachen machen zu lassen und andersrum und als Frau nicht crazy angeguckt zu werden, wenn man Whisky trinkt und als Mann nicht crazy angeguckt zu werden, wenn man gerne ins Ballett geht oder whatever. Also sozusagen diese Dinge irgendwie zu durchkreuzen. Und also
wie sehr sich Leute freuen, wenn das funktioniert und einfach nur da ist, ohne dass es irgendwie schlecht gemacht wird. Und ich glaube, es gibt ein extrem großes Bedürfnis danach. Nur sind Leute oft auch faul und gestresst und gehen dann doch den bequemeren Weg. Aber ich glaube, das Bedürfnis danach, das aufzubrechen, ist auch sehr, sehr groß. Aber tatsächlich sprachen wir ja vorhin darüber, dass es sich lohnt, solche Bereiche zu segmentieren. Also als ich klein war, gab es tatsächlich weniger Jungs- und Mädchenspielzeug und Ü-Eier waren auch nicht rosa und hellblau, das waren einfach Ü-Eier und was drin war, war drin, jeder fand es gut. Dahinter steckt ja eine Marktlogik. Ganz am Anfang waren wir schon mal beim Konsum. Also wir reden ja so viel vom aufgeklärten Konsumenten, der aufgeklärten Konsumentin. Wo kriegen wir die her? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei Kinder, die jetzt schon groß sind, und Mädchen und Junge, und ich finde neutral total langweilig und blöd. Also neutrales Spielzeug finde ich doof. Und ich geschlechtsneutrales Spielzeug? Ja, wie langweilig ist das? Also ich weiß auch nicht. Ob, ehrlich gesagt, es ist die Sinnlichkeit von Spielzeugen, fetter Müllwagen, ob da jetzt meine Tochter mitspielt, den man aufklappen kann oder zuklappen kann, wo man Tiere reintut oder nicht, oder ein Polly Pocket Haus, wo mein Sohn damit spielt, wie ein Prinzessinnen irgendwie mit einem kleinen Prinzen irgendwo da so. Das ist die Sinnlichkeit, und ich werde meinen Kindern überhaupt nicht da was erzieherisch, habe ich auch nicht gemacht, zu sagen, das ist jetzt gut für dich und das ist falsch und das ist Stereotyp. Ja, aber ich meine, jetzt muss ich ja doch nochmal als Feminist der einzige und so weiter, echt mal sagen, also ein bisschen über strukturelle Prägungen von Geschlechterverhältnissen, die auch mit Macht kodiert sind, da kann man doch wohl drüber sprechen, wo das herkommt. Und das zeigt sich ja dann bei den Erwachsenen eben auch. Ja? Ich sag mal ein anderes Beispiel, was vielleicht sinnfälliger ist, worüber komischerweise in dem Zusammenhang auch nicht diskutiert wird. Es gibt eine Technologie, die gegenwärtig unsere Gesellschaft so durchformt und prägt wie nur irgendetwas. Und das ist die Digitalisierung. Das ist eine unglaubliche Prägewirkung in Kommunikation, in technischen Anwendungen, in Apps, in Fremdsteuerung und so weiter. Wissen Sie ja alle. 86% der Tätigen in diesen Branchen und insbesondere diesen ganzen Kram entwickeln, sind Männer. Das sind die Silicon Valley Jungs. Ja? Und es ist total interessant, dass wir eine Überformung von unserer Kultur haben durch männliche Technikfantasien und so weiter. Und ich wundere mich, dass das überhaupt keine Rolle spielt in irgendeinem feministischen Diskurs. Finde ich wahnsinnig interessant, weil da bestimmte Kulturmodelle... Doch, spielt eine Rolle. Da gibt es tatsächlich auch Ermächtigungsmanifeste von Frauen, die darin für sich eine Möglichkeit sind. Ja, super, umso besser. Aber jedenfalls... 86%, da wäre doch mal ein Bereich, wo man sagt, ey, hier geht ja irgendwas ganz schief. Und es ist ja nicht zufällig, dass das Technik ist. Es ist nicht zufällig, dass das mathematische basierte Technologie ist und so weiter. Ja? Also da ist doch Männlichkeit, galoppiert doch da sozusagen live vor aller Augen, aber es scheint gar kein Problem zu sein. Simone Schmollack vom Freitag grätscht mit einem Naja dazwischen. Ja, Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, dass das so ein männlich dominiertes Feld ist. Das ist richtig. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie das in der Schule auch beworben wird. Diese sogenannten MINT-Fächer, also Maschinenbau, Ingenieurtechniken, Mathematik und also diese ganzen klassischen harten Felder, die sind leider Gottes immer noch sehr männerlastig, und die ganzen Anstrengungen, mehr Frauen in diese MINT-Fächer zu kriegen, lassen Sie mich kurz ausreden, das hat schon was damit zu tun. Und das bricht aber gerade langsam auf, weil diese Digitalisierung, von der Sie ja sprechen, die nutzen ja Frauen auch. Und die sind dann im dem Fall Nutzerinnen, die machen damit Start-ups, die so, Frau Stokowski hat, während wir hier Pause hatten, gerade getwittert wieder, also die nutzt das so, ja. Und da sind Frauen den Männern nicht unterlegen, im Gegenteil. Sie widersprechen sich gerade, Entschuldigung. Nö. Das ist eine männlich dominierte Technik, die unsere ganze Kultur überformt. Ich rede von der Herstellung, weil Sie gerade sagen, eben, die ganzen technischen Algorithmen, das machen Männer. Das ist richtig. Aber ich rede ja von der Nutzung, und das machen Frauen genauso wie Männer. Ja, okay, danke, Frau Stokowski, wenn Sie schon als Fallbeispiel herhalten müssen, wie sehen Sie denn die Debatte? Die Strukturen werden mehrheitlich von Männern gezimmert. Natürlich nutzen das Frauen, natürlich gründen Frauen Startups. Hält sich das die Waage? Ist das ein ausgleichendes Element? Oder würden Sie sagen, da hat der Herr Welzer nun aber mal recht? Oh, das weiß man.
In zwei Stunden kann ja einmal recht haben. Nee, sie hatten vorhin auch schon mehrfach recht. Nee, der hat schon ab und zu recht. Aber also, ich würde sagen, ich weiß gerade gar nicht, ich bin mir nicht sicher, was die Frage ist. Also natürlich nimmt also die zu, Infrastruktur, sagt Herr Welzer, wird von Männern gezimmert, die da rein projizieren, was ihnen wichtig ist. Mhm. Und man findet sich drin ein oder lässt es bleiben. Aber einen anderen Weg gibt es nicht. Ja, es ist irgendwie interessant, also weil meine Wahrnehmung ist, dass ich von super vielen Frauen umgeben bin, die so technische Dinge machen und ich immer nicht mehr verstehe, was die reden und das für die total normal ist und ich so das Gefühl habe, oh Gott, es gibt so viele Frauen, die auf diesem Level von technischen Neuentwicklungen so viel weiter sind als ich und ich fühle mich immer schon wie meine eigene Oma, wenn ich denen zuhöre, weil die so denken, also sie reden mit mir irgendwie mit Begriffen, die ich nicht verstehe und ich habe eher das Gefühl, da ist gerade sehr viel... also sozusagen im Aufruhr und im Stärkerwerden und das ist, ich weiß nicht, wie das also sozusagen im Verhältnis zu tatsächlichen Zahlen und Entwicklungen ist. Nun weiß man allerdings auch, dass gerade im Bereich des von Technologie und Startups und so es oft besonders sexistische Strukturen gibt. Also es gibt zum Beispiel auch diese eine Umfrage, die ich vorhin zitiert habe, mit 70% der Beschäftigten in Deutschland wissen nicht, an wen sie sich melden sollen im Fall von sexueller Belästigung. Da kam auch raus, dass sexuelle Belästigung in Startups wesentlich häufiger passiert als in traditionellen Unternehmen. In diesen ganzen jungen, coolen, hipsterischen, wo alle irgendwie lässig sind und dann aber auch lässig nicht über Probleme reden. Und Ganz kurz, darf ich da reingrätschen? Gibt es dafür auch eine Erklärung oder den Versuch einer Erklärung, wieso diese Branche sehr anfällig zu sein scheint? Weil die keine Hierarchien haben, glaube ich. Ich fürchte, es liegt daran, dass die Überschneidung von Freizeit und Freundlichkeit und Befreundetsein und beruflichen Zusammenhängen noch aufgelöster ist als woanders, wo man sich als Kollegen und sowas kennt. Ich weiß es da jetzt auch. Da würde Herr Welzer sagen, Bingo, das ist genau, was ich gesagt habe. Also das sind ja Strukturen, die geschaffen werden durch diese Plattform. Also ich würde jetzt erstmal zustimmen. Ich kann gar nicht so schnell, denn also das scheint mir plausibel zu sein, sagen wir es mal so. Nein, also jetzt ist ja eine, also es macht Sinn, glaube ich, was Frau Stokowski sagt, weil je informalisierter diese beruflichen Beziehungen sind, desto näher liegt es natürlich auch, wo keine Grenzen sind, selbige dann irgendwie auch zu ignorieren und zu überschreiten. Während es, wenn es formalisierte Beziehungen sind, wie in einem Großunternehmen oder sowas, oder eben dann mit entsprechenden Meldestellen und so weiter und so weiter, das war ja vorhin das Thema, das verändert die Kultur. Aber wo die Grenzen zwischen privat und beruflich und so weiter nicht existieren, glaube ich schon, dass das naheliegender ist, eben auch Grenzen. Und das kann dann auch nicht thematisiert werden, weil dann ist ja der Raum sozusagen der Interpretation auch viel größer. Ja, dass dann, was weiß ich, da der junge Start-up-Fredi irgendwie sagt, aber hör mal, wir verstehen uns doch total super gut. Oder dann so würde ich jetzt aus der Runde mal mitnehmen, vielleicht dann tatsächlich als eine politische Forderung, nicht an den Bundestag, aber vielleicht an den Berliner Senat, dass die Start-up-Hauptstadt Berlin, die will sie ja gerne sein, beispielsweise so eine Beschwerdestelle, wie wir vorhin besprochen haben, ansiedeln muss, genau für diese Gewerke, oder? Das müssen die wollen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was bei uns so der Prozess war, auch in der Filmbranche. Es war unglaublich gewollt, und zwar von allen, ob das jetzt Pro Quote war oder die Verbände. Jetzt kommen Sie aus einer gewachsenen Branche, diese Branche entsteht und verändert sich. Ich finde es total interessant. Also ich denke da auch das erste Mal ehrlich gesagt drüber nach. Und es sind tatsächlich was Sie sagen, ist auch richtig, dass das haben wir ja auch, diese Verwaschung der Grenzen, weil wir auch lustvoll miteinander arbeiten und weil diese Privatbereiche dann so und so weiter. Und ich fand interessant, dass Sie gesagt haben, weil keine Hierarchien da sind. Da denke ich drüber nach, brauchen wir Hierarchien? Ich glaube, dass das benannt werden muss, wer die Verantwortlichen sind. Wer sind die Arbeitgeber? Und es gibt ja dann nicht wirklich Arbeitgeber dann in der Branche. Oder wie sieht es aus? Naja, doch, durchaus. Die Leute, die sagen, ich stelle jetzt andere ein. Zeitkräfte, Projektmitarbeiter. Sehr kurzfristig auch, ne? Genau. Ja. Das ist das Problem. Das haben wir ja auch, diese kurzfristigen Beschäftigungen in kleinen Verbänden, so, die dann immer wieder sich auflösen. Aber da diese Branche... Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber das ist tatsächlich ein Feld, tatsächlich wäre interessant da.
Okay, vielen Dank. Das war jetzt wirklich interessant und ich versuche aber nochmal zurückzukommen. Danke, Herr Welz. Fies. Aber ich weiß jetzt nicht für wen, für Herrn Welz oder für mich. Das, was die Frauen gesagt haben, war ganz nett. Aber. Was ich damit sagen wollte, war, ich hatte es nicht auf dem Zettel und es ist schön, wenn sowas entsteht und tatsächlich von Ping und Pong und A zu B so ein Gedanke rauskommt. Ich wollte aber tatsächlich schon längere Zeit an die Sarah Bosetti angeknüpft haben mit einer Frage nach sowas wie der Evolution der Emanzipation. Ich weiß es aber nicht, ob es die gibt. Vielleicht können Sie mir das beantworten oder jemand von Ihnen. Jetzt haben wir ja das Gefühl, Frau Schmollack hat es schon mehrfach angedeutet, was wir erleben, ist eher ein Backlash. Nicht irgendwie die Verbesserung zu einem Guten, sondern im Bundestag, Sie haben mehrfach darauf angespielt, sitzt die AfD, Frauenschützer sind unterwegs und selbst meine Rechte als Frau werden jetzt von Leuten verteidigt, die ich damit nicht beauftragt habe. Tatsächlich wurde ich neulich angesprochen auf der Schönhauser Allee von einem jungen Mann, der unbedingt meine Rechte als Frau verteidigen wollte bei dieser Demo, die neulich samstags war in Kreuzberg, von einer AfD-Politikerin angemeldet. Wie kriegen wir das zusammen? Wo kommt auf einmal dieses Interesse von rechts her an den Frauenrechten? Na, ich glaube, es gibt so zwei Bewegungen. Die eine, über die reden wir heute gerade, das ist also MeToo, dass man, dass also diese Themen von Machtmissbrauch einen breiteren Boden gefunden haben. Und die andere Bewegung oder die andere Richtung oder Strömung ist eben das zunichte machen wollen von Frauenrechten oder Emanzipationsrechten. Es geht ja auch gegen andere, also es geht ja auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund, es geht gegen Behinderte. Also es ist ja, wer Frauenrechte beschneiden will, möchte auch alle anderen Rechte also beschneiden. Ja, und aber die Argumentation ist ja, wir, die AfD oder wir, der Verein XY, sind für Frauenrechte. Rechte. Wir sagen nicht, wir sind gegen dies und das und das, sondern wir sind für Frauenrechte. Ja, die kapern sozusagen das, indem sie jetzt, indem sie gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Flüchtlinge argumentieren, kapern sie das, weil sie ja die deutsche Frau schützen wollen vor den bösen, bösen ausländischen, brutalen Männern, die denn am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht die Frauen alle angrapschen. Das ist ja diese... Aber diesen Vorfall gab es ja tatsächlich. Ja, natürlich. Es gab diese Vorfälle, klar. Aber es ist ja nicht so, dass also nur diese migrantischen Männer am Kölner Hauptbahnhof da die Frauen angegrapscht haben. Das machen ja deutsche Männer seit Jahrhunderten. Also es gibt nach wie vor Vergewaltigung in der Ehe, es gibt Vergewaltigung, so, es gibt Gewalt, MeToo, darüber reden wir ja, Dieter Wedel und so weiter. Und das hat ja nichts nur mit migrantischen Männern zu tun, die plötzlich am Kölner Hauptbahnhof in einer Nacht Handys klauen und Frauen an den Hintern fassen. Das ist es ja eben nicht. Und das ist total verlogen. Und dann wird diese Verteidigung der deutschen Frau wird gekapert, indem man also eigentlich benutzt, um gegen Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund aber zu argumentieren. Aber trotzdem ist doch sehr interessant, dass es wieder die Frau, der Körper der Frau ist, über die religiöse Extremisten spielen, wie aber auch nationalistische Argumentationsstrategien. Wieso ist das immer wieder die Frau? Warum geht es letztlich darum, was mit meiner Frau, mit meiner Schwester passiert? Warum wird das immer wieder argumentiert? Also ich würde auch sagen, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Und zwar ist es so, dass jeder Schritt, den der Feminismus getan hat in der Geschichte, immer von einer Panik begleitet war, dass es jetzt zu weit ist. Also als Frauen irgendwie an die Unis wollten, als Frauen wählen wollten, war immer die Angst, dass sie dann, dass ihre Kinder verhungern oder dass ihre Männer verhungern. Als Frauen angefangen haben, Hosen zu tragen, es gab so ein Werbeplakat von der Anti-Wahlrechtsbewegung in den USA, da steht drauf, what will men wear when women wear pants? Mhm. So, was sollen Männer dann noch tragen, wenn Frauen anfangen mit Hosen? So, und also es waren immer, das ist jetzt albern, aber es ist immer die Angst, was können Frauen diese Macht missbrauchen, diese neue Freiheit, was werden sie damit machen, wird alles irgendwie den Bach runtergehen, wird es keine Kinder mehr geben oder alle werden verhungern oder sterben oder dreckig und was auch immer. Also es war immer sehr viel Angst dabei. Und das ist im Moment auch wieder so, also Feminismus ist auf eine Art im Aufwind, aber es ist gleichzeitig auch immer die Panik, oh Gott, was ist da los, was ändert sich jetzt, dürfen wir noch flirten und so. Und gleichzeitig sind Rechtsextremisten im Aufwind und Rassisten kommen gar nicht aus, ohne dass sie auch ein sexistisches und frauenfeindliches Weltbild haben, weil Rassismus immer damit zu tun hat, wer sich mit wem fortpflanzt. Und das ist sozusagen eine Dimension, die man oft nicht unbedingt betrachtet, aber
Rechte können sich nie glaubwürdig für alle Frauenrechte oder also für Frauenrechte für alle Frauen einsetzen, weil sie immer nur meinen weiße Frauen, die sich dann mit weißen Männern fortpflanzen wollen. Also Rechte sind für Beschränkung von Abtreibungsrecht, nicht also keine Ehe für alle, keine Patchwork-Familien, keine, die wollen Scheidungen erschweren, die wollen Abtreibung erschweren, die wollen all diese Dinge erschweren, die sexuelle Freiheit und überhaupt Frauenfreiheiten sind. Und wenn die dann so tun, als würden sie sich für Frauenrechte einsetzen, dann ist es immer sehr, sehr verlogen. Und das Lustige im Moment ist, dass wir diese Debatte haben über Fälle in der Filmbranche, in der Politik, in der Kunst, im Sport, in der Kirche, in Schulchören, in was auch immer, also in allen möglichen Institutionen von Deutschen und Weißen und Europäern und Amerikanern und was auch immer, findet Missbrauch und Belästigung und Sexismus statt. Und dann kommen irgendwie so ein paar Faschos und sagen, der muslimische Mann ist die einzige Bedrohung für die Frau. Und das ist halt offensichtlicher Bullshit. Das ist offensichtlicher Bullshit, aber wir sehen auch, dass es in gar nicht so kleinen Kreisen verfängt. Sie haben ja tatsächlich jetzt gerade selber, wenn ich es mal paraphrasiere, gesagt, die Emanzipation oder die Gleichstellung ist im Aufwind. Also Sie sehen das Glas eher halb voll, denn halb leer. Sie haben gestern eine Kolumne geschrieben darüber, wie weit wir sind mit dem Feminismus. Könnten Sie tatsächlich noch mal versuchen, uns zu sagen, ja, wo stehen wir? Naja, ich würde sagen, halb voll oder halb leer. Es ist halt ein Kampf, der immer dann, also die Gegenkraft ist halt immer sehr groß, wenn Leute das Gefühl haben, da gehen Privilegien verloren oder etwas wird irgendwie, etwas, woran sie sich festhalten wollen, wird zerstört, die traditionelle Familie oder was auch immer, irgendwas, was zu ihrem Selbstbild gehört, wird ihnen weggenommen. Und es ist nun so, dass einerseits zum Beispiel Feminismus in der Popkultur extrem präsent ist im Moment oder und Frauen irgendwie an wichtigen Plätzen, es gibt Kinofilme mit wichtigen weiblichen Hauptrollen und so weiter. Und das geht alles weiter und gleichzeitig gibt es Leute, die verunsichert sind, die nicht Nazis sind oder irgendwie rechts oder so, aber die so das Gefühl haben, was ist das jetzt? Was ist das jetzt mit diesem Aufklärungsunterricht in der Schule? Was ist das jetzt mit Ehe für alle? Was ist jetzt eigentlich Familie und keine Ahnung? Und die irgendwie ein Gefühl haben von, okay, es passieren Sachen in anderen Bereichen, wo ich nicht genau weiß, was da los ist. Muss ich jetzt meine Sprache gendern? Da gibt es Frauenquote? Keine Ahnung, tausend Sachen passieren. Was ist da los? Und die leider natürlich auf einfache Erklärungen von Rechten im Zweifel leichter anspringen als Leute, die sicher sagen können, okay, so und so ist irgendwie meine sexuelle Freiheit und mein Bild von Geschlechtergerechtigkeit und ich weiß genau, wo ich stehe und ob ich jetzt ein Binnen-I benutze oder nicht, aber das ist mein Weg. Und diese Verunsicherung abzugreifen ist ein Mittel, was Rechte benutzen und das tun sie im Moment sehr viel. Und Rechte hatten schon immer auch starke Frauenbilder, die sie propagiert haben. Also die irgendwie die starke Mutter mit irgendwie hier 4 Kindern im Arm und die auch gleichzeitig, also die sozusagen, es sind ja nicht Bilder von gequälten Frauen, die verbreiten, so, sondern die sagen nicht irgendwie Frauen zurück an den Herd oder so, sondern die sagen halt so, ja, Frauen kommen auch klar ohne MeToo und ohne so und wir müssen sie, das heißt auch immer, wir müssen unsere Frauen schützen von den Rechten und so. Und das heißt, diese Bilder sind im Zweifel an Leute anschlussfähig, die Unsicherheiten haben, die vielleicht auch ein bisschen rassistisch sind, aber das, also so, und okay, Entschuldigung, ich muss leider wieder mit Blick auf die Uhr, weil die Nachrichten nicht auf uns warten und Sie mich gerade noch an was erinnert haben, reingritschen. Ich halte von Ihnen fest, Sie sagen, Sie sind eher optimistisch denn pessimistisch, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig zusammengefasst? Ja, ist ja auch irgendwie, ich mache einfach weiter und solange ich das Gefühl habe, es bringt was, mache ich das. Ja. Okay, dann haben Sie mich an noch was anderes erinnert. Sprache gendern, hoch, denke ich, die Hymne. Und da würden wir jetzt dann die Blitzumfrage machen, einfach nur mit Ja und Nein. Also es gibt den Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten des Familienministeriums, die Nationalhymne gendergerecht aufzubereiten, sagen wir mal in Teilen, in dem aus Vaterland Heimatland wird und aus brüderlichem Streben couragiertes Streben. Und jetzt würde ich tatsächlich die Blitzumfrage machen. Ja oder Nein, Frau Zieser, sind Sie dabei? Also erstmal ja oder nein? Nein. Nein. Ich glaube nicht, nee. Ich finde die sprachliche nein. Frau Stokowski. Ach, gerne umschreiben oder komplett abschaffen. Okay, war auch mehr als ja oder nein? Frau Schmollack. Ich sag ja, die Kanadier haben das auch geschafft. Warum sollen wir das nicht schaffen? Es sind 2, 3 kleine Wörter. Mein Gott, so what? Es tut niemandem weh.
Herr Welzer, tut es Ihnen weh? Ja, Heimatland tut mir echt weh. Also ja, Herr Horst Seehofer freut sich. Ja, Horst Seehofer, deshalb tut es mir auch weh. Jetzt halten Sie sich wieder ein Heimatfest. Also vielleicht okay. Finden wir noch ein anderes Die nächste Wort. Diskussionsrunde steht, das wollte ich jetzt nur ganz schnell noch als Schlaglicht abgeholt haben. Aber jetzt kommt die eigentliche Schlussrunde, die ich mir ausgedacht habe für die Diskussion am Internationalen Frauentag. Ich dachte, ist doch vielleicht ein Tag, an dem wir mal auf Ikonen hinweisen können, auf Frauen, die für Sie alle hier Vorbilder sind oder waren und was wir alle uns dringend angucken müssten. Also ich würde sagen, Eigennennungen von Büchern und Zeitungen sind ausgeschlossen. Mhm. Alles andere ist möglich. So, fangen wir an wieder bei Petra Zieser. Vorbild oder was? Ja, Vorbild oder auch künstlerische Werke, Bücher, was auch immer, Seiten im Netz, Blogs, irgendwas, was Sie unbedingt von allen angeguckt haben möchten. Ich fand gerade, aber das kennen wahrscheinlich alle, Frances McDormand, ihre Oscar-Rede war großartig. Und was sie da getriggert hat in diesen paar Minuten, fand ich fantastisch. Würde ich gerne, dass das alle sehen. Und auch die Frau in Three Billboards. Diese und gab es vielleicht angucken. Eine Figur, eine Autorin, eine Künstlerin, eine Schauspielerin, die für Sie wichtig war in Ihrer Karriere oder auch überhaupt für Ihr Leben? Ich sage es auch, was mich gerade auch wirklich bewusst gemacht hat zu Frauen, also auch ist John Irving, sage ich einfach mal, Mann. Es gibt Männer, die so großartig über Frauen so sensibel schreiben und Filme machen. Ich wollte aber eine Frau haben. Ja, ich will, aber gerade Mann fällt mir ein Mann ein. Ja, da ist sie die Gedankenpolizei und will eine Frau haben, Herr Welzer. Dr. Erika Fuchs. Weiß jetzt wieder keiner, wer das ist. Das ist die von Dagobert Disney. Duck. Nein, das ist nicht die von Dagobert Duck. Das Donald, ist die große, ja. Große Übersetzerin der amerikanischen Mickey Mouse und Donald Duck Hefte, die also eine Form von Anarchie in das deutsche Geistesleben gebracht hat. Die müsste auf Denkmäler gesetzt werden. Diese Klatsch. Frau. Klatsch, okay. Klatsch. Das ist der Erikativ, also eine grammatische Form, die von ihr eigentlich erfunden wurde. Grübel, Grübel beispielsweise oder Stöhn oder sowas. Also das Albatros. Ist für mich eine unglaublich bedeutsame Person. Okay, Frau Schmollack, für Sie. Ja, ich finde ja gerade die ganzen jungen Frauen, die so auf Twitter unterwegs sind, die so feministische Demos organisieren, die überhaupt den Feminismus pushen, ich finde die alle super. Welche wirklich. Sollen wir uns angucken? Hier, Frau Stokowski, die ist gerade da. Ja, ich habe ja die gesagt, Eigennennungen sind... Gut, ist es keine ist ja keine Eigennennung. Aber es gibt ja auch andere. Also Anne Wizorek, die damals vor 4 Jahren Aufschrei gegründet hat oder ja, diesen Hashtag ins Leben gerufen hat, die hat eine Welle ins Rollen gebracht. Theresa Bücker, die von Edition F sozusagen ein Medium geschaffen, mit dem Medium geschaffen hat, was funzt. Also all diese jungen Frauen, die feministisch, aber ganz relaxed und ohne Aufregung und ohne hysterisch zu sein, da unterwegs sind. Ich finde die super und die bringen uns nach vorn. Okay, da haben wir doch schon einige Hinweise, denen wir nachgehen können. Jetzt fehlt noch Ihre Frau Stokowski. Ja, also wer für mich beim Lesen oder im Bereich von Kultur wichtig war, waren Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Tove Jansson und Marie Curie und aber auch eine Frau, die überhaupt nicht berühmt ist, meine inzwischen verstorbene Philosophielehrerin an der Schule, die einfach Autorität durch Nachdenken entfacht hat und mich damit sehr beeindruckt hat. Ihr an dieser Stelle dafür nochmal vielen Dank und Ihnen allen hier vielen Dank fürs Kommen, fürs Zuhören und Ihnen hier vorne fürs Diskutieren. Das war der Radio 1 Lounge Talk zum Thema Machtmissbrauch, Sexismus, MeToo. Ich bedanke mich nochmal namentlich bei Simone Schmollack vom Freitag, bei der Autorin Margarete Stokowski, dem Soziologen Harald Welzer und der Schauspielerin Petra Zieser, bei Cedric Vrieden für die Einspieler, die wir sehen konnten und Sie vielleicht auch, so Sie im Stream waren, bei Sarah Bosetti und Florian Schröder, die diese Sendung schöner gemacht haben, bei Anne Spohr und Melanie Scheider in der Redaktion, bei Frank Nennemann, Jochen Saupe, Stefan Lindner in der Technik. Sie sehen, da ist noch Luft nach oben, was MINT-Tätigkeiten bei Radio 1 betrifft. Und bei Ihnen allen fürs Kommen und fürs Zuhören am Radio wie im Stream. Hier geht es jetzt weiter mit Michael Mellinger, wenn mich nicht alles täuscht, und den Nachrichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.